Kameraden, aufgepasst! Das Thymos-Magazin hat mit einem Augenzwinkern einen Test konzipiert, durch welchen ihr erfahren könnt, wo auf dem Spektrum zwischen Alt- und Neurechts ihr angesiedelt seid. Euer geschätzter Heiland ist ungefähr 2/3 Alt- und 1/3 Neurechts. Also, da habt ihr schon mal das korrekte Ergebnis und falls die dunklen 2/3 sich in eurem Unterbewusstsein mal wieder melden, dann empfehle ich euch dazu noch den Artikel über die Tagebücher des deutschen Fliegerasses Hans-Ulrich Rudel. Dieser faszinierende Mann hat alleine für sich nicht nur mehr Kampfpanzer abgeschossen, als die Bundesrepublik heute besitzt, er hat auch tief hinter den russischen Linien Abenteuer knapp an der Grenze des Todes durchlebt. Der Artikel ist wirklich lesenswert, um einmal Einblick zu erhalten in die Schicksale jener Männer, welche das Leben nicht zu ruhigen Zeiten verhalf. Oder eben nicht zu ruhigen Zeiten verdammte. thymosmagazin.de Das Kulturportal. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur neuen Folge von Betreuten Kacken. Heute werden wir uns ansehen, wie MyLab ankündigt, in die Politik zu gehen oder so. Wurde noch nicht ganz schlau aus den Schnipseln, die ich gesehen habe. Wird auf jeden Fall interessant. Außerdem werden wir ein Unbubble-Video uns angucken und uns wie immer sehr über das Format Unbubble beschweren, wo sie die erste halbe Stunde damit verbringen, keine Ahnung, irgendwie Ringelpiez mit Anfassen zu spielen und sich gegenseitig kennenzulernen. Und dann reden sie langsam mal über das Thema. Hier geht es um Konsum und Verzicht. Und ja, das Thema passt ja eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Sponsor, das Thymos-Magazin. Ein sehr interessantes, konservatives Magazin, in dem man allerhand Artikel zu allerhand Themen lesen kann. Die haben gerade einen Artikel geschrieben über KI, über die Bedrohung, die von KI ausgeht, und sie kamen zu dem Schluss, dass die Skynet-Variante KI wird selbstbewusst und bringt uns da alle um und erobert die Erde und so weiter, nicht das größte Problem ist, sondern eher, wie sich die KI auf unser Leben auswirken würden, wie wir verhausschweinen werden, wie die Regierung es nutzen wird, um uns in die Abhängigkeit zu drängen und zunächst also unmittelbar die KI Deepfakes nutzen könnte, um eine härtere Kontrolle vom Internet zu fordern und naja, dann nimmt das Trauerspiel seinen Lauf. Ja, ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Artikel, weil er meiner Auffassung nach die realistischeren Gefahren ins Auge nimmt. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, warum ich auch dieses Skynet-Szenario für nicht plausibel halte, für nicht verträglich mit den Naturgesetzen. Auf der anderen Seite aber, wenn wir uns auch nicht die ganze Zeit nur auf dieses KI-Thema fokussieren, und die Definition, was KI ist, ändert sich ja auch über die Zeit hinweg, sondern einfach Technologie und Digitalisierung als Gesamtes nehmen, dann sehen wir ja die im Artikel beschriebenen Effekte schon jetzt. Also, dass die Menschen sich sehr auf Technologie verlassen und mit der Zeit langsam von dieser Technologie so abhängig werden, dass sie ohne nicht leben könnten. Diese Situation haben wir ja schon jetzt. Also zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion der Erde ist absolut angewiesen auf Düngemittel und auf motorisierte Traktoren und so weiter. Wenn wir eine Krise bekommen mit, was weiß ich, Öl oder so, oder eine andere technologische Krise, wenn wir einfach keine, was weiß ich, Halbleiter mehr produzieren könnten, dann wird das auch erhebliche Auswirkungen jetzt schon auf den Versorgungsstand der Menschheit haben. Und das ist das, worum es in dem Artikel wirklich geht, ne? Ja, ich finde auch das Vorschaubild hier sehr interessant. Erinnert mich an ein Video von Matt Walsh, das ich vor kurzem gesehen habe, über diese scheiß AI-Goggles, diese Google-Goggles und so. Ach so, ja, Apple Glasses da. Ja, ja, genau. Diese Dinger, die man sich umschnallt, wo alleine schon die Optics momentan noch ein großes Hindernis dafür sind, dass das Fuß fasst beim normalen Menschen. Denn wer will so rumlaufen? Man sieht einfach aus wie das größte Opfer auf dem Planeten. Aber ja, Matt Walsh hat halt darüber geredet, wie das bisher ein Milliardengrab für all diese Riesenkonzerne, ne? Google, klar, Apple und so weiter war. Allerdings machen sie immer weiter und das machen sie nicht aus Naivität, eher aus dem Gegenteil. Ja. Ne? Eher, weil die wissen, dass irgendwann die Scheiße verfangen wird. Irgendwann werden sie technologische Fortschritte machen und kulturelle Fortschritte machen, was Normalisierung angeht. Und das wird dann dazu führen, dass eine relevante Zahl von Leuten tatsächlich mit dieser Scheißbrille rumläuft und eigentlich halt eine große Überwachungskamera für all diese großen Konzerne, für Globo Homo im Endeffekt wird. Ja, also ich denke, dass diese Brille sich niemals durchsetzen wird, solange sie praktisch die Rechnung noch selbst durchführt. Das Problem ist, die müssen ja unter anderem, glaube ich, deshalb so groß sein, weil der Akku darin ja nicht gerade klein ist. Und Akku braucht Platz. Und wenn du jetzt so ganz schmale Google Glasses hast, dann kann die auch nur sehr wenige Rechnungen durchführen. Also am besten wäre halt so eine Kombination von Glasses, die du dir auf das Gesicht setzt und dann so ein Funkverbinder vom Glas zum Handy, damit das Handy den Akku tragen kann und die Berechnungen durchführt. Wenn das irgendwann geht, oder wenn die das hinbekommen, dann wäre es wahrscheinlich realistischer, weil
halt, wie gesagt, mit dem Ding will niemand zurecht rumlaufen. Denk an die frühen Handys, ne? Da haben sich auch alle drüber lustig gemacht. Oh, guck mal, da ist irgendein Asiate, irgendein Freak, der läuft rum mit dem Handy, wo dann noch so ein Koffer dran hängt, damit das Handy überhaupt funktionieren kann und so, ne? Niemals wird sich das durchsetzen. Genauso könnte es hier laufen. Und das ist schon gruselig. Dann reden wir über eine Situation, in der die buchstäbliche Linse, durch die die Leute die Welt betrachten, kontrolliert wird von Google, ne? Kontrolliert wird von all diesen Firmen, die volle Kanne auf dem Alltagsrassismus, Scheiß auf Weiße, Transformer sollen auf sein Kurs sind, ne? Das ist wirklich gruselig. Dann können die bestimmen, wie die Leute die Welt sehen. Ja, es gab auch einen Aspekt, der diesen Artikel relativ gut, oder der in diesem Artikel relativ gut herausgearbeitet wurde, finde ich. Die Leute stellen sich immer vor, wenn wir jetzt eine Technologie haben, zum Beispiel, das ist jetzt neu rausgekommen, SOTA oder Sora, glaube ich, also das Text-to-Video-Programm von OpenAI, das so kleine Videoschnipsel aus bestehenden Videos dann zusammensetzen kann, so wie du es haben willst, ne? Also, ich sag mal, dieses KI-Datensystem bekommt dann eine Menge Bilder von Hunden oder Videos von Hunden und eine Menge Videos von Schnee und dann kann es da auch sogar Videos von Hunden mit Schnee drin machen. Das geht schon. Und die Leute stellen sich jetzt vor, ja, wir können da jetzt unserer Kreativität freien Lauf lassen und so weiter. Das Problem ist, Kreativität ist ja ein Prozess. Du engagierst dich ja mit dem Produkt, was du da machst. Also ein Autor, der schreibt denn da das hin und dann muss er lange darüber nachdenken, wie er das formuliert und dann ändert er ständig Zeilen und dann ändert er Teile der Geschichte. Also es ist ein sehr ausgiebiger Prozess, durch den die Geschichte dann am Ende gut wird. Und ich bin mir nicht so sicher, ich weiß es wie gesagt nicht, die eine oder andere Richtung, dass wenn man das zu einfach macht, wenn man gewisse Aspekte zu einfach macht, ob dann nicht die Qualität dann trotzdem sinkt. Also dass man eben diesen Engagement-Effekt mit seinem eigenen Kunstwerk nicht mehr hat. Das könnte sein, aber das ist zumindest ein komplett offener Faktor, den die Leute mir da zu viel ignorieren. Es könnte nicht so schlimm sein wie befürchtet, aber es könnte auch dazu führen, dass diese Kreativität an sich sinkt. Sie schreiben auch von den Folgen, die es haben könnte, wenn Industrie und Landwirtschaft irgendwann angeschlossen werden an KI. Ne? Dass damit wie gesagt, das sind sie schon. Also ob die jetzt an KI angeschlossen sind, das ist ja erstmal sekundär. Die sind ja schon an die Technologie an sich angeschlossen. Die Menge an Nahrungsmitteln, die wir auf dieser Erde brauchen, um 8 Milliarden Menschen zu versorgen, können wir zurzeit realistisch nur mit technologischer Unterstützung produzieren. Also das ist jetzt schon so. Ja, Onkel Ted klopft mit auf Holz, an seinen Sarg. Ja. Er bricht das dann herunter, also sagen wir haben jetzt eine komplette KI-Steuerung von Industrie und Landwirtschaft. Dann haben wir erstens das Problem, dass kleinere Fehler, kleinere Bugs und so weiter zu einem Kollaps von diesen Systemen führen können und damit zu einer Riesenkatastrophe. Aber sagen wir, alles geht gut. Wir haben natürlich ein riesiges Orwellsches Potenzial darin. Also, dass einige wenige dann die Kontrolle haben über quasi alles, was die Leute zum Leben brauchen. Und sagen wir, das geht gut in dem Sinne, dass die Leben der Leute deutlich, deutlich einfacher und angenehmer werden. Das wäre fast der Worst Case von allem. Das wäre fast schlimmer, als wenn es den großen Kollaps, die große Katastrophe gäbe, weil dann die Leute natürlich gegen das System nicht mehr rebellieren können, weil sie im Gro abhängig sind von diesem System und b, weil sie psychisch verkümmern, ne? Weil die Abwesenheit jeglicher praktischen Anforderungen an sie selber sie dann auch geistig irgendwann zu einem Krüppel macht und er kommt dann zu sprechen auf Langzeitarbeitslose, die dauerhaft durchgefüttert werden und wie man bei denen das sieht und wie wahrscheinlich für viele von denen selber ihr Leben und ihre Psyche davon profitieren würde, wenn sie einfach den Schock hätten von, nein, das war's, kein Geld mehr. Ne? Einfach reingeschmissen werden ins kalte Wasser und das fehlt dann halt. Ne? Dann ist quasi die gesamte Gesellschaft in diesem Abhängigkeitszustand und wenn das dann auch noch eine angenehme Form annimmt, also dann mit deiner scheiß AI-Brille und den 1000 Videospielen, die du spielst und der Dauerbeschallung von irgendwelchem Entertainment, während du selber gar keine Aufgabe mehr hast, dann hat man halt das perfekte Orwellsche Modell geschaffen, ne, wo die Leute weder rebellieren wollen noch rebellieren können. Das ist eher nicht Orwellsch. Orwellsch war ja tatsächlich auf dem Grund der Tatsachen weniger technologisch entwickelt, weil das so eine harte sozialistische Diktatur dargestellt hat. Das ist mehr so Brave New World-Scheiß. Also, dass du das halt so angenehm machst, dass die Menschen überhaupt dass sie nicht mal mehr an ein Rebellentum denken können, weil ihnen dafür die Konzepte fehlen. Aber ja, im Prinzip hast du da schon recht. Ich sehe da auch noch andere lustige Probleme. Also, es wird da jetzt dann diskutiert, oder der nächste Schritt, oder der in den Jahrzehnten sich dann entwickeln sollte, ist dann personalisierte Unterhaltung zum Beispiel. Und das finde ich gar nicht so unrealistisch. Also,
klar, du kannst nach deinen eigenen Bedürfnissen können sich dann Bilder und Serien wandeln oder sowas. Das wird dann mehr interaktiv. Du kannst vielleicht nach deinem eigenen Geschmack die Dinge mehr entscheiden. Das führt aber dazu, dass praktisch jeder Mensch so seine eigene Geschichte, Entertainment-Geschichte lebt und es überhaupt keine übergreifende Narrative mehr gibt, weil ja jeder nur das bekommt sozusagen, was er vom System fordert. Also erstmal ist die Frage, will er das? Will der Mensch nur das, was er sich selbst ausdenken kann, oder will der Mensch auch mit Neuigkeiten konfrontiert werden, an die er nicht denken kann? Das ist aber der harmlosere Faktor. Der andere ist, kriegt man eine nationale Armee zu irgendwas bewegt, wenn es kein geschlossenes Narrativ mehr gibt, auf den sich alle vereinigen können? Ich frage mich mittlerweile, ob die Armee Nordkoreas nicht die pro Kopf gesehen und jetzt mal unabhängig der Technologie, die eingesetzt wird, bewertet, effektivste Armee der Welt ist, weil in Nordkorea sind die Leute durch die Technologie noch nicht so degeneriert, und in Nordkorea kann man halt noch durch Fernsehen und Radio oder die Medien, die da zur Verfügung haben, einen einheitlichen Narrativ herstellen. Die Nordkoreaner glauben wahrscheinlich noch an Nordkorea und keiner im Westen glaubt an irgendwas mehr, weil jeder jetzt schon in seinen eigenen Bubbles verschwunden ist. Also, wenn hier der große Krieg ausbricht, dann stelle ich es mir schwer vor, dauerhaft einen geschlossenen Nationalgeist herzustellen. Ich denke, genau dieses Problem könnten die Technokraten, die das gerade angehen wollen, die alles KIisieren wollen, versuchen zu beheben. Ne? Ich meine, wie viele Leute erreichst du mit deren plumper Propaganda, was Black Lives Matter Zeug angeht, Feminismus angeht, was Transideologie angeht und so weiter, die eigentlich nur gemacht ist für irgendwelche reichen Leute in New York oder so. Kaum irgendwen, der nicht eh schon dieser Meinung ist. Ne? Aber stell dir vor, du hast eine KI, die diese Propaganda personalisiert, ne? Die den Leuten Entertainment dann vorspielt, dass sie dort abholt, dort erreicht mit diesen Narrativen, wo sie stehen. Ne? Dass du eben nicht mehr einfach nur im Endeffekt ein paar Irre in Hollywood hast, die so weit entfernt sind vom normalen Menschen, dass sie verlernt haben, ihn zu erreichen, sondern du hast eine KI, die automatisiert subversiv den Leuten ins Gehirn schießt. Ja, es wäre natürlich interessant, ob nicht ein kleiner Effektivitäts-Edge dann erreicht werden kann. Oder vielleicht auch ein mittlerer. Das Problem ist natürlich, auch das hat Grenzen. Du kannst nicht durch Worte, Bilder oder sonst irgendwas endlos manipuliert werden. Du wirst mich nicht davon überzeugen, Leftist zu werden, also ein Linker. Es ist egal, welche Bilder mir du zeigst. Dich nicht. Es ist egal, welchen Narrativ. Dich nicht. Ja, richtig, nein. Aber vielleicht klar. 20% deiner Zuschauer, die ansonsten niemals erreicht worden wären. Naja, du kriegst vielleicht, wenn du es effektiver machst, mehr Leute in der Mitte. Das stimmt. Aber auch dann, wir müssen natürlich sehen, auch dieses Zeug hat Grenzen. Also, die Leute kommen mir dann immer zu einfach mit, ja, das kann alles manipulieren. Ja, aber du kannst nicht endlos manipuliert werden. Es gibt Dinge, bei denen Menschen einfach nicht mehr mitspielen. Das wird dann nix. Die können nicht blind gelenkt werden. Aber, ja, natürlich. Und was mit deinen Kindern, was mit deinen Enkelkindern und so weiter, ne? Geh halt die Linie weiter runter. Hol sie dir jung, bearbeite sie schon jung, schaff die Narrative zu dem, was die Eltern ihnen beibringen werden. Da möchte ich wieder darauf hinweisen, das ist auch unabhängig von irgendwelchen Deep-Learning-Netzwerken ja jetzt schon ein Problem. Das gibt dir vielleicht ein bisschen ein Effektivitäts-Edge in gewissem Maße noch dazu, aber auch jetzt ist das ja schon offensichtlich ein Problem, dass Leute in Schule und sonst irgendwas mit Medien zugeschissen werden, die ihnen Narrative vermitteln, die wir nicht teilen. Also, wie gesagt, da brauchen wir gar nicht so weit in die Zukunft zu gehen. Das Ding ist ja schon jetzt eine ungünstige Sache. Ja. Alles klar. Ja, ich habe. Ja, aber ansonsten fand ich den Artikel gut. Also, es ist, wie gesagt, der alte Kaczynski-Narrativ, ne? Wenn wir uns zu sehr auf die Technik verlassen, erzeugen wir irgendeine Situation, in der wir nicht ohne Technik leben können. Und da Technologie an sich dennoch ein recht fragiles System ist, gefährdet das System als Ganzes. Ja. Und das, ich meine, also das Problem ist ja auch, diese ganze Digitalisierung hat natürlich viel größere Schwierigkeiten, in die physische Welt vorzudringen, weil hier die Naturgesetze gelten, als in dieser reinen Fantasiewelt der Digitalisierung. Das heißt, da kann mehr gemacht werden als in der physischen Welt. Aber die physische Welt muss immer noch bearbeitet werden. Leute müssen Häuser bauen und müssen Nahrung anbauen und müssen dieses ganze Elektrizitätsgrid hier am Laufen halten und die Kohlefördern, die dafür nötig ist und so weiter und so fort. Und ich sehe nicht, dass diese zwei Sphären gut zusammenarbeiten. Also mir kommt es tatsächlich, wie der Autor das beschreibt, so vor, als würde der ganze Digitalisierungsaspekt es schwieriger und unwahrscheinlicher machen, dass die Leute noch ihren physischen Aspekt, den Laden am Laufen zu halten, erfüllen können.
Ich muss denken an eine Werbung, die wir vor einer Woche oder so gemacht haben mit Mishida, ne? Dem Blitzwissen. Mishima. Mishima, ja. Genau, Mishima Impossible. dieses Buch, das wir uns da zu Gemüte geführt haben über Blitzwissen von ihm, was sich ja im Kern damit beschäftigt hat, dass er Körperlichkeit abzutrennen von Geistigkeit für eine Unmöglichkeit hält. Ne? Weil was eigentlich heutzutage ein sehr beliebter Narrativ ist und eigentlich auch ein Mainstream-Narrativ ist, dass du halt das Geisteswesen sein kannst und gleichzeitig, keine Ahnung, von mir aus 300 Kilo wiegen und im Keller deiner Eltern leben oder so. Und Ähnliches wird auch aufgegriffen in diesem Artikel, wo angemerkt wird, dass große Denker der Geschichte quasi durch die Bank auch mit Praktischem beschäftigt waren, was dann durch so eine KI-Welt völlig unmöglich würde oder auf jeden Fall sehr, sehr selten würde und schon heute enorm selten geworden ist. Sie kommen da mit Goethe, der sich mit Botanik und Geologie und so weiter beschäftigt hat, was weniger bekannt ist über ihn, aber es gibt kaum jemanden, der wirklich dann diese eine Insel-Sache aufgebaut hat, darin dann übelst das Viech war und ansonsten halt ein mentaler Krüppel. Ne? Gibt es quasi nicht. Ja, auch da, also die ganze Disziplin, die Leute im 19. Jahrhundert noch aufgewandt haben, wie viele Bücher die gelesen haben, wie flüssig die noch Latein und Griechisch konnten und so weiter, das findest du heute selbst unter den Experten ja nicht mehr. Also, vielleicht weil der IQ gesunken ist, aber auch weil nicht mehr dieser Wille und diese Disziplin in unserer Gesellschaft vorhanden ist und diese Digitalisierung fördert das nicht ganz. Also, ja, ich sehe auch, dass also die Kompetenzkrise wird durch das Ganze nicht verbessert. Die wird eher schlimmer gemacht. Und irgendwann mögen wir vor einer Situation stehen, an der die Dinge nicht mehr weitergehen können, wie bisher. Wie gesagt. Ah, gut. Thymus ja, schönes Magazin. War sehr interessanter Artikel. Genau, ich glaube hier neue Gefährtenschaft, die Schicksalsgemeinschaft oder sowas. Also auf jeden Fall, ich werde noch einen anderen Artikel eingesprochen haben oder ein bisschen besprochen haben für unsere Werbung heute. Und ja, guckt vorbei, da ist immer was Interessantes dabei. Da gibt's alles Mögliche über Filme, über die derzeitigen Entwicklungen, über gesellschaftliche Betrachtungen. Richtig gutes Magazin. Ja, mir fällt auch nichts anderes ein, was so in die Richtung geht. Am ehesten noch sowas wie die Grauzone oder so. Aber die haben ja wirklich einen starken kulturellen, ne, einen starken Entertainment-Fokus, bearbeiten da alles Mögliche aus den 80ern, 90ern bis in die Jetztzeit. Insofern sehr interessantes Magazin. Thymos, thymosmagazin.de, da findet ihr das kostenlos für jeden zu lesen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit. Ja, was sagt die Wissenschaft? Also wir haben jetzt gerade viel Kritik an der Wissenschaft geübt jetzt. Achso, bevor wir hier loslegen, ich habe das mal nachgeguckt. Ich muss das jetzt mal kurz vorlesen. Also ich habe mal den Wikipedia-Artikel von MyLab, ich werde ihn jetzt nochmal aufrufen hier, mir angeguckt und da ist mir doch was Interessantes aufgefallen. So. Ich bin gespannt. Ja, genau, also nämlich diese Frau, Alter, die hat Preise bekommen, ich glaube 27 zum Teil relativ hoch dotierte Preise. Ich lese mal vor. Also, Mercator-Professor der Universität Duisburg, Jakob-Grimme-Preis, Aachener-Ingenieurpreis, okay, ist kein Ingenieur, aber okay, Lorenz-Oken-Medaille, Horizont-Award als Medienfrau des Jahres, Lovely Books, Lesepreis, Hessischer Kulturpreis, Theodor-Heuss-Medaille, Preis für Journalist und Schriftsteller, Leibniz-Medaille, Nannenpreis, Grimme-Preis, Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, Medienpreis, Umweltmedienpreis, Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik, Gewinner der Goldenen Kamera, Heinz Ober Hummer Award, Heinz Joachim Friedrich Preis, Journalistin des Jahres, erster Platz in irgendeinem Science-Wettbewerb, Georg von Holzbrick bringt Preis, Grimme Online Award und noch mehr. Held also, das Ukraine, sind jetzt nur die Leute. Held der Ukraine, Goldenes Mutterkreuz. Ja, genau. Also, ich dachte mir so, würde man das alles in Orden umsetzen, dann wäre das halt so eine richtig sowjetische Uniform, wo die Leute kaum noch laufen können, weil einfach alles belegt ist mit Orden. Du kennst denke, diese britische Komödie, ne? Mit General Zukov oder wie hieß er? Ja richtig. Ach, genau. Death of Stalin, ja, genau. Ja, genau, von Stalin. Wo er seinen Mantel dann so schüttelt und alle so ordentlich synchron halt so bling machen, ne? Das wäre ungefähr sie. Ja, sie ist halt, genau, sie ist die personifizierte Wissenschaft im Sinne vom Wissenschaftsframe, ne? Sie ist eine Tante, sie hat Chemie studiert, wurde dann zu Miss Corona, wurde da hingesetzt in irgendwelche Talkshows, um Leute wie Hendrik Streeck zu belehren, also ernsthafte Virologen, Leute, die ernsthafte Forschung betrieben haben, zum Beispiel zu HIV und so, ne? Die hat die dann belehrt, da gibt es dann Thumbnails, das ist ganz krass, von irgendwie den Öffis, wo sie auf YouTube dann gezeigt wird, auf dem Thumbnail, wie sie ein Facepalm macht, also diese Chemikerin, vor allem Hendrik Streeck macht so ein Facepalm, also was Hendrik Streeck gesagt hat, ist offenbar absurd und es ist für jeden offensichtlich, am allermeisten für MyLab, sie ist die Personifizierung von
Zieh irgendjemanden, der kompetent wirken kann, auf Leute, die nicht wirklich Erfahrung haben mit Akademikern in diesem Bereich, einen Laborkittel an, lass dich schön reden wie eine Grundschullehrerin und dann fressen sie dir auf die Hand. Und das war die Aufgabe, die sie hatte während Corona. Ja, und ich möchte damit auch nicht sagen, dass sie komplett inkompetent ist. Wie gesagt, die hat in Chemie promoviert und ich habe das jetzt bei Wikipedia gelesen, tatsächlich auch mit ihrer Mannschaft im Formationssstepptanz 2009 den Weltmeistertitel errungen. Also auch das, ne? Die ist jetzt nicht untalentiert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass MyLab es zu nichts gebracht hätte, gäbe es unsere derzeitige Situation nicht. Aber ich möchte dann doch mal fragen, warum hat sie 22 Preise bekommen? Also, was hat sie gemacht, dass sie so auszeichnet? Ich meine, sie sah gut aus in dem Laborkittel. Ne? Sie sah richtig, kompetent richtig, aber und jung und frisch aus und wie halt, ja, sie konnte mit den Leuten reden auf die Grundschullehrerart, die uns antrainiert wurde, als kompetent wahrzunehmen. Ja, richtig. Also, ich sehe halt nur nicht, dass das in einer ordentlichen, gesunden Welt rechtfertigen sollte, dass sie halt wie ein sowjetischer General, wie ein Held der Sowjetunion, der 6 Jahre im Krieg gekämpft hat, was weiß ich, ausgezeichnet wird, das zum einen. Und das andere ist, es gab ja neulich den Leak des Öffentlich-Rechtlichen, ne? Die bekommt 350.000 Euro pro Jahr für das, was sie jetzt macht. Also die ist durch ihr Buch wahrscheinlich und das alles sowieso Millionärin jetzt, aber ohne Funk. 30.000 also Euro im Monatsgehalt. 30.000. Ich meine, sie macht doch nur noch ihre schwule Show, da irgendwie dieses My Think X. Ja, also ne, die macht auch noch Wissenschaftskommunikation so ein bisschen an irgendeiner Universität und die schreibt halt ihre Bücher, ne? Dadurch und weil ihre Bücher halt eine große Plattform erfahren, weil sie die ja auch selbst dann bewerben kann, etc., werden die auch gut verkauft. Und dadurch macht sie natürlich riesen Absatzzahlen. Ich meine, es ist immer so, MyLab ist so ein bisschen die Geschichte, what can power do for you, ne? Es ist, diese Frau macht nicht jetzt komplett was anderes, als was wir machen, aber die Macht schätzt sie halt. Und du siehst halt, auch wir können ungefähr von dem, was wir hier tun, leben. Und das ist, wir führen kein schlechtes Leben. Aber das Ganze wird halt durch einen Faktor von 20 oder 30 multipliziert, wenn du den Staat hast oder die Macht, die dich gut findet. Ne? Du kommst auf einmal in Positionen und an Möglichkeiten ran, die auch bei dem besten Talent, bei allen Möglichkeiten nicht ansatzweise erreichbar sind. Also seht euch um in unserem Lager, auch im amerikanischen Kontext. Ne? Niemand von uns hat ansatzweise die Möglichkeiten zur Verfügung, die Gegenseite ihren Leuten gibt. Ja, und jetzt ist sie sogar für ihre Verhältnisse größenwahnsinnig geworden oder so. Sie will in die Politik so eine Art MyLab-Partei gründen oder irgendwas in der Art. Ich bin da nur mal durchgeskippt bisher. Und sie redet davon, dass Scholz nicht gut genug kommunizieren kann, warum das alles super ist, der grüne Kurs und so weiter. Ne? Wo ich dann denke, wieso musst du dann in die Politik? Du bist doch in der Rolle, das zu kommunizieren für ihn. Aber naja, schauen wir einfach mal rein. Oh. Ja, also bevor du jetzt... Ich finde auch das Gesicht gut, was du da vorher hattest, ist halt so, du hast die Wissenschaft in Zweifel gestellt. Also, wir müssen mal ein Gespräch führen. Aber, das Ding ist halt aber auch, sie kann ja frei aufspielen, ne? Das ist ja auch ein bisschen, worauf ich hinaus wollte. Dadurch, dass sie diese enorme Unterstützung durch die Macht und auch diese finanzielle Unterstützung bekommen hat, kann sie was riskieren. Wenn ihr Projekt hier mit der Politik nicht klappt, was verliert sie schon dadurch? Also, sie kann ja sozusagen die Bälle spielen, wie sie kommen, und wir müssen immer nur abwehren, ne? Weil wir nicht dieselben Offensivkräfte haben. Und wenn es wirklich in Richtung eigene Partei ginge, toll, dann nimmt sie ein bisschen Grünen-Potenzial weg. Wahrscheinlich auch so ein bisschen von allen, ne? So ein bisschen von allen Normenparteien. So ein bisschen FDP. Also wenn das was würde, sagen wir, die kriegt ein paar Prozent oder so. Das käme halt, also das wäre nur eine kleine Zersplitterung von dem Einheitsblock. Und wer Glück hat, dann wird es halt gebündelt unter den Sonstigen am Ende. Ja. Also meine Angst hält sich in Grenzen. Genau. Vor allem, wer sowas, wie gesagt, wer so vom System gefördert wurde, wer so Fleisch vom Fleische ist, der kann ja gar nicht wirklich Oppositionsgeist aufbringen. Ich meine, alles, also nicht alles, aber das meiste, was diese Frau ist sie halt durch das System geworden. Das heißt, sie wird das System an sich nicht sehr bekämpfen. Wozu ich ihre Funktion hier sehe, ist, dem Scholz und den ganzen anderen Grünen jetzt so ein bisschen mehr die Wissenschaft einzureden, ja, aber auch die... Also das ist wieder diese Pseudo-Opposition. Wir kennen das von den Linken ja ganz häufig, ne? Also da stellt sich irgendeine absolut linke Qualle dahin und sagt, ja, wir üben ja auch Kritik am System, ne? Also wir werfen der SPD und den Grünen vor, dass sie nicht links genug sind. Und so ein bisschen sehe ich das auch hier, nur halt mehr auf der technokratischen oder wissenschaftlichen Ebene. Olaf Scholz. Friedrich Merz. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen.
Ist da so eine ironische Note drin oder meint sie das straight up? Meint sie das wirklich einfach bierernst? Also das ist ja schon starker Tobak. Auf die deutsche Politik bezogen, wenn es gut werden soll, dann musst du es selbst machen. Von ihr. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wie gesagt, das ist halt alles den Frame aufbauen. Linke Kritik an den Linken üben, damit das Ganze hier mal ein bisschen ordentlicher progressiv wird. Surprise! Freunde der Sonne, hier mit... Wenn der Faschismus wiederkommt, dann wird er nicht sagen, ich bin ja. Der Faschismus. Nein, er wird sagen... Surprise! Freunde der Sonne. Vor allem, weißt du, worauf ich richtig Bock hab? Also, ich sag ja nicht, dass die keine Paper gelesen hat und dass die niedrigen IQ hat. Das ist nicht mein Problem. Aber, also, der Engländer würde sagen, ich möchte nicht, dass zu mir condescended wird. Ja, ich möchte nicht, dass man mit mir wieder redet, als wäre ich fucking 5 Jahre alt und sie ist dann eine der Haupttäterinnen, ja? Wir können uns dann wieder anhören, Freunde der Sonne, jetzt machen wir mal Politik. Ah! Wieso? Also kannst du nicht reden? Guck dir Putin an, ja? Von mir aus, Putin konzentriert sich darauf, was Wladimir der Große im Jahre 1938 gemacht hat und welche Konsequenzen das für die Ukraine hat. Aber wenigstens redet er mit dir wie ein Mensch, ja? Wie ein Mann, der von dem er annimmt, dass er geschichtliches Wissen hat. Ja, eigentlich die goldene Mitte läge dazwischen. Ne? Was Putin gemacht hat in der ersten halben Stunde, dieser riesenhistorische Vortrag, also für Westler dann auch noch, ne? Ist dem klar, dass Westler eine Auffassungsgabe von etwa 90 Sekunden haben oder so? Also was sollte das? Und ja, am anderen Ende des Spektrums ist dann MyLab. Hiermit. Ja. Ich fand's irgendwo trotzdem, ich fand's cool, dass er diesen Narrativ so aufgesponnen hat und einfach kein Fick darauf gegeben hat, dass das hier alles TikTok-verseuchte Unwissende sind und einfach trotzdem erklärt hat. Aber ja, es ist wahrscheinlich, also ja, die Frage, die du schon gestellt hast, bietet sich an, wen soll das erreichen, ne? Wen soll das überzeugen, wenn nicht die eigenen Leute, die ja sowieso überzeugt sind? Ja, eigentlich das einzige, der einzige wirkliche Nutzen, den ich mir vorstellen kann von dieser ersten halben Stunde, ist als Zeitdokument, wenn das alles hier vorbei ist, ne? Für Leute, ja, die nicht mehr mit dauerhafter Propaganda der eigenen Seite über diesen Krieg bearbeitet werden, denn bei denen wird das absolut nichts auslösen, ne? Wenn das alles vorbei ist, damit sich dann die Wester mal anhören können, was eigentlich so die Kernmotivation und das Kernnarrativ der russischen Seite war. Aber momentan, ja, da musst du halt kommen mit ein paar knackigen, warum die USA scheiße sind, NATO-Osterweiterung und so weiter punkten. Habt ihr jetzt nicht gerechnet? Hättet ihr mich heute erwartet, hättet ihr Kuchen gemacht oder wenigstens Tee. Und Tee könnt ihr euch auf jeden Fall machen, also holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich, wir steigen durch. Aber das hier ist kein MyLab-Video. Die Zusammenarbeit mit Funk ist seit dem letzten Video beendet. Funk hat dieses Video weder bezahlt, noch war Funk inhaltlich involviert. Ich spreche in diesem Video für mich. Und es geht auch so. So, das stimmt natürlich. Wie gesagt, schon mal nicht. Du kannst nicht ganz für dich sprechen, wenn du 22 Preise vom Staat angenommen hast und wenn du 350.000 Euro vom Staat, also de facto vom Staat, im Jahr bekommst. Du sprichst dann nicht ganz für dich. Red mir das nicht ein. Also wenn ich jetzt hier für die großen nationalsozialistischen Staat sprechen würde, die mich finanzieren mit 350.000 pro Jahr und mir 22 Preise verliehen haben, dann würde kein Mensch auf der Welt wahrnehmen, dass ich nichts mit der Nazi-Partei zu tun hat, der nationalsozialistischen Partei. Ja, klar. Also, wenn jetzt Martin Sellner kommt mir das und sagt, hat nichts mit der IB zu tun, ne? Hat nichts mit dem rechten Lager zu tun, ich rede gerade einfach nur als Martin Sellner und gründe jetzt die Martin-Sellner-Partei, bitte nicht damit verquicken. Das hier ist nicht die Funkpartei in Ihrem Fall, ne? Hat damit nichts zu tun. Doch, das ist die Funkpartei. Das ist die Partei von genau dieser Klientel in Medien, Stiftungskonglomerat, die genau deren Ziele durchsetzen will. Genau. Und das nervt mich halt auch so an ihrem Wissenschaftszeug. Sie kann das jetzt einfach behaupten und sie kann das jetzt so juristisch darstellen. Also ich kann das nicht direkt widerlegen, sozusagen. Es gibt da kein Dokument wahrscheinlich, das sie im Hintergrund bekommen hat, mit dem Auftrag, das zu machen. Aber trotzdem ist es doch allen klar, oder sie sollte darauf eingehen, dass sie nicht als unabhängige Person sprechen kann, weil ihre Abhängigkeiten anders liegen. Und das ist das Problem. Zu diesem Punkt, zu dieser klassischen Machtbetrachtung kommen diese Wissenschaftstypen nie. Und das nervt. Weise auch nicht um Wissenschaft, sondern um Politik. So wie es ist, geht es nicht weiter. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Aber fangen wir erstmal mit was Positivem an. Bei solchen Bildern tut es richtig gut zu sehen, dass unsere Demokratie alive and well ist. Dass Hunderttausende auf die Straße gehen, weil sie Demokratie nicht für selbstverständlich halten, sondern sie verteidigen. Und in Sowjetdeutschland demonstriert die Regierung gegen dich. Ja. Das Schöne ist, all diese Menschen, die
Das Bild war wunderschön, ne? Mit Scholz und Baerbock und anderen Ministern da, ne, auf so einer Demo. Ja. Die Regierung demonstriert gegen ihre Opposition und die regierungsnahe Presse lädt alle dazu ein, auf die große Party gegen rechts zu gehen. Wir haben garantiert verschiedene Meinungen und Streitpunkte und verschiedene politische Ansichten, aber uns vereint ein kleinster gemeinsamer Nenner, ein kleinster gemeinsamer Konsens, wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar oder alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren. Und es ist wichtig, dass es solche kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, die nicht zur Debatte stehen. Mit denen wir dann alles, was wir wollen, als vollkommen alternativlos durchdrücken können. Ne? Ja, und ich würde das auch schon in Abrede stellen, dass man darüber überhaupt nicht diskutieren kann. Weil das ja auch historisch nicht so war. Also, ich bringe das ja immer wieder gerne an, das Römische Reich zum Beispiel. Da hatten nicht alle die gleichen Rechte. Natürlich konntest du da nicht herumgehen und willkürlich Leute umbringen. Das war nicht Praxis, aber wenn du jetzt nicht Bürger Roms gewesen wärst, hattest du zwar nicht keine Rechte, aber du hattest auch nicht das Recht oder das gleiche Recht wie ein römischer Staatsbürger. Du konntest nicht wählen, du konntest nicht im gleichen Maße die Politik bestimmen, du konntest keinen römischen Bürger heiraten. Es gab da gewisse Einschränkungen und die Leute haben trotzdem existiert. Die Welt war trotzdem relativ gut, auch gemäß der Wahrnehmung der damaligen Menschen. Deswegen, das stimmt einfach nicht, dass man das so völlig in Abrede stellen kann. Und das, auch in den Demokratien war das ja nicht immer so. In Amerika gab es ja auch klare rassische und religiöse Richtlinien, wer Staatsbürger werden kann und wer nicht, die lange in Geltung waren und die dann irgendwann abgeschafft wurden. Ja, und der einzige Effekt von dem Menschenwürde-Paragraph ist mehr Handlungsspielraum für diejenigen, die gerade das Narrativ kontrollieren, die gerade die Moral der Gesellschaft kontrollieren, auf jeden Fall von oben. Unter dem derzeitigen Regime kannst du mit der Menschenwürde dafür argumentieren, dass, keine Ahnung, Kinder mit Transpropaganda erreicht werden müssen und dass denen dann Hormone gegeben werden müssen. Wenn sich der Wind hier gedreht hat und wir am Drücker sind, können wir genauso auf der Grundlage der Menschenwürde sagen, dass es unmöglich sein muss, sein Geschlecht umzuwandeln, dass die Operationen verboten werden, dass auf dem Pass, die sich das generell an den Hut stecken können. Ne? Beides ist möglich. Ja, und den kleinsten gemeinsamen Nenner, über den können wir uns unterhalten, aber den setzt du nicht voraus. MyLab ist nicht sozusagen die Schmiedin des kleinsten gemeinsamen Nenners. Darüber müssen wir erstmal in Verhandlung treten. Wir können uns auf irgendwas einigen, wahrscheinlich irgendwann. Aber das ist halt nicht gegeben. Das ist, also unser Staat hat das irgendwann mal entschieden, von mir aus. Das ist ja so ein bisschen gang und gäbe, was jetzt gerade ist. Aber das heißt nicht, dass wir das akzeptieren müssen. Du kannst dich nicht zur Akzeptanz zwingen. Genau das ist der Punkt an ihrem kleinsten gemeinsamen Nenner. Sie will dich exkludieren aus der Gesellschaft. Ne? Sie will, dass was du willst, einfach keine Rolle mehr spielt. Was die 20-25% AfD-Wähler wollen, einfach keine Rolle mehr spielt. Dass es irrelevant ist, weil sie nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, also ihre moralische Grundbewertung der Welt, mitgehen. Und die wir verteidigen, wenn sie jemand angreift oder in Frage stellt. Und trotzdem, ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Allein schon, weil es zunehmend schwieriger wird, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden. Stattdessen haben wir eine Informationskrise. Danke übrigens, dass ihr unsere gemeinsame Wirklichkeit übernommen habt, was alles mit Corona angeht, ne? Wo die Zahlen nach der Pandemie dann höher waren als während der Pandemie und es hat keinen mehr interessiert und es nicht das Gesundheitswesen kollabiert, wie ihr es behauptet habt. In dem Fall wurdet ihr vernichtend geschlagen und musstet im Grundsatz alle Positionen eurer Feinde annehmen. Genau, und das kann man ihr natürlich offensichtlich zum Vorwurf machen. Sie hat 1000 Videos gemacht über Corona und warum die Maßnahmen, das alles super ist. Und dann hat sie nie wieder ein Video. All das. Und dann hat sie danach nie wieder ein Video gemacht, in dem sie das alles mal rekapituliert und mal guckt, war das wirklich so effektiv? Hat das was gebracht? Es gibt ja, wie gesagt, eine Menge seriöse, einsichtige Leute, die keinen geringeren IQ haben als MyLab, die das ganz anders sehen. Also ich habe erst neulich, ich lese manchmal, weil ich mich, wie gesagt, mit diesen Energiefragen beschäftige, von Ugo Bardi. Das ist so ein italienischer Grüner, aber heterodox Grün. Also der hasst die Eliten, der mag die Umwelt so ungefähr. Ja, also so ein Grüner, wie er 1960 grün gewesen wäre oder sowas. Der Chemieprofessor in Florenz, glaube ich, gewesen. Und also der hat auch erhebliche Kritik an diesem ganzen Flatten-the-Curve-Modell oder sowas gemacht. Also zum Beispiel sagt er, wenn man sich mit Modellen beschäftigt, dann ist das völlig ungeeignet, weil es gar keinen Vergleichszustand gab. Also wir haben gesagt, wir flachen jetzt eine Kurve ab, aber die ganzen Parameter dieser Kurve wurden vorher nie klar definiert und wir haben niemals ein Assessment gemacht, ob wir überhaupt das Ziel erreicht haben. Wie flach im Vergleich zu was sollte die überhaupt werden, etc. etc. Und auf all diese Dinge müsste sie heute eingehen und das Ganze rekapitulieren und vielleicht, zu einer Synthese
aus den Punkten kommen, die die andere Seite sagt, mit ihren eigenen Punkten. Also das wäre das Mindeste, was zu erwarten ist. Aber das kommt ja auch nicht. In eurer kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit, was ist da eigentlich eine Frau? Denn wir haben da eine Antwort drauf. Wir wissen, was die Geschlechter sind. Ihr nicht. In eurem Narrativ gibt es da keine, auf jeden Fall, offizielle Antwort drauf. Ne? Eine Frau ist, wer sagt, dass er eine Frau ist? Eine was ist? Eine Frau. Was ist das? Jemand, der sagt, dass er eine Frau ist. Ja. Krise heißt, nicht das, was am wichtigsten oder informativsten ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit, sondern das, was am meisten empört oder emotionalisiert. Informationskrise heißt, wir haben einen Überfluss an Informationen. Wir versinken förmlich darin. Doch die Informationen sind widersprüchlich und es gibt Streits, Kämpfe, Zerspaltungen, nicht nur, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern weil wir unterschiedliche Informationen haben, weil wir in unterschiedlichen Realitäten leben. Informationskrise heißt, wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und das trägt bei zu einer Diskussionsklimakrise. Das Diskussionsklima ist katastrophal. Schwarz-weiß. Ja, Moment. Ja, haben wir. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir unterschiedliche Fakten haben. Also, ich habe mich schon mit Rechten unterhalten, die von erheblich unterschiedlichen Fakten ausgegangen sind. Wir hatten aber trotzdem keine Diskussionsklimakrise, weil wir uns nicht gegenseitig umbringen wollten letztlich oder politisch komplett ausschalten wollten, weil wir uns im anderen nicht einfach einen auszuradierenden Abschaum gesehen haben. Das ist die Ursache für die Informationsklimakrise oder die Diskussionsklimakrise und nicht die Annahme verschiedener Informationen. Was sie übrigens eingangs gesagt hat, indem sie kam mit ihrem kleinsten gemeinsamen Nenner, der dann umfasst, Grenzen sollen auf sein und so weiter und so fort. Ne? Wer sagt, er ist eine Frau, der ist eine Frau. Wer das nicht mitgeht, erfüllt nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, erfüllt nicht die Menschenwürde und damit ist er raus. Was du gerade beschrieben hast mit politisch ausradieren. Ja, und, wie gesagt, also ich habe auch mich neulich ein bisschen mit dem Krieg zwischen den Weißen und den Sowjets am Anfang der Sowjetunion, dem Bürgerkrieg, beschäftigt. Ist doch scheißegal, ob die dasselbe Realitätsverständnis hat. Die wollten sich gegenseitig umbringen. Also die haben alles getan, um sich gegenseitig auszurotten. Und die haben sich auch gegenseitig ausgerottet in erheblichen Zahlen. Weil die eine unterschiedliche Ideologie hatten, weil die auf verschiedene Dinge hinaus wollten und vor allem, weil die Sowjets einfach kein Pardon gekannt haben. Komplex, unsachlich, aufgeregt, voller Scheinargumente und Beleidigungen. Und diese beiden Krisen, die Informationskrise und die Diskussionsklimakrise. Unterkomplex ist halt auch so ein Cheat dafür, dass bei Themen, bei denen sie recht simpel zu erkennen Unrecht haben, dann einfach sagen können, nein, das ist alles viel zu einfach, ist viel komplizierter. Ja, und wie ist es jetzt kompliziert? Erzähle ich nicht. Müssen wir einen Experten fragen. Fragen wir Herr Dr. Pfeiffer, wie das aussieht mit der Migrationskriminalität. Die sind gar nicht krimineller, die werden häufiger angezeigt. Alles klar. Wir haben den Experten gefragt, so ist es wirklich und du denkst unterkomplex. Ne? Bei den Themen, also wie unterkomplex wird denn der Klimawandel behandelt von deinen Kollegen in den Medien? Also wo ist da die Komplexität? Wir verbrennen alle, deswegen Industrie auf null, sofort. Das ist die Komplexität da. Ja, man hat das doch noch nicht gesehen bei diesem kurzen Ausschnitt auf Twitter. Da wurde so eine komische Grüne halt, also sobald der Aust irgendwelche Widersprüche gegeben hat, sie wollen die Wissenschaft anzweifeln hier? Das wollen sie tun? Also wie der Inquisitor ankam und sich halt nur noch auf diese ganzen Autoritätsargumente und auch einfach schwache Allgemeinargumente verlassen hat. Wann sehen wir denn mal in einer Talkshow, dass wirklich Zahlen verglichen werden? Dass Leute wirklich über Modelle und deren Sinnhaftigkeit streiten, ja? Also nie, das kommt doch niemals vor. Das kommt einmal deshalb nicht vor, weil die es natürlich nicht wollen, aber das kommt auch einfach deshalb nicht vor, weil die uns ja alle für bescheuert halten. Guck dir an, wie das geistige Niveau von allem gesunken ist. Du kannst ja in der Talkshow nicht ein Fremdwort einbringen, ohne dass der Lanz gleich sagt, stopp, was bedeutet das überhaupt? Wir müssen davon ausgehen, dass uns hier die Mandy mit dem IQ von 75 zuguckt. Die weiß das nicht. Ja, so kommen wir natürlich nicht nach vorne. Ja. Wirken wie Katalysatoren für alle anderen Krisen. Sei es die Klimakrise oder Rechtsextremismus in Europa, in Deutschland, der Angriffskrieg auf die Ukraine, Nahostkrieg, jede beliebige Krise wird durch die Informations- und Diskussionsklima. Das ist auch der Angriffskrieg. Das ist auch so eine. Das ist eine moderne Vokabel. Oh Gott, dieses Video regt einen ja wirklich aus. 2,49 rein, wir sind schon eine Stunde dran, ey. Also, Angriffskrieg. Ja, eine Seite greift für gewöhnlich an. Eine Seite hat den offensiven Faktor. Und in diesem Sinne ist jeder Krieg, der je geführt wurde, ein Angriffskrieg. Und eine Seite sieht sich immer als die Angegriffen, die andere als die Verteidigen. Das ist doch immer so. Also, welcher Krieg wurde denn geführt, bei dem zwei Seiten rein defensive Positionen übernommen haben? Das gibt es einfach nicht. Das ist alles, wie gesagt, reines moralisches Framing. Diese um ein Vielfaches verstärkt. Und wer ist schuld daran? Friedrich Merz.
würde ich jetzt sagen, wenn ich so outlandish Shit behaupten würde wie Friedrich Merz. Nee, man kann natürlich stundenlang jetzt erörtern, wer oder was schuld daran ist. Populistische Politiker sind auf jeden Fall ein Teil des Problems. Auch Medien tragen dazu bei, weil oft das, was am meisten geklickt wird, besonders empörend oder emotionalisierend ist. Wir alle tragen natürlich... Wie oft ist das denn etwas, was da gegen deine Narrative geht? Wie oft ist das denn die große, keine Ahnung, Zeitreportage, die große Spiegelreportage über den Migrantenmord an einem Deutschen? Wie oft passiert das? Und wie oft ist es im Gegenteil, oh, der große Rassismusvorfall da und da? Ne? Ich hatte neulich eine Diskussion darüber, ob die FAZ ein linkes Blatt ist. Meine Position war ja. Sie ist im Medienkontext wahrscheinlich noch ein rechtes Blatt, ne? Wenn man so, diese Vokabel dafür verwenden will. Aber sie ist nicht so links wie viele ihrer medialen Kollegen. Aber gemessen an der normalen Bevölkerung ist sie ein zutiefst linkes Blatt. Mein Beweis, FAZ Rassismus. Ich finde 20 ja, Artikel, ja. Einer nach dem anderen. Oh, Umakda Mubuktu erzählt von Alltagsrassismus in der so und so Innenstadt und so weiter und so fort. In einer Tour so durch. Während das Rassismusthema in der normalen Bevölkerung etwas ist, was zumindest kontrovers diskutiert wird, im Sinne von eine relevante Zahl von Leuten in der Bevölkerung ist der Meinung, dass der Zirkus langsam etwas weit geht. Und dass das Narrativ nicht so stimmt, wie es uns gesponnen wird, dass es langsam anti-weiße Züge annimmt oder diese schon längst angenommen hat. Das ist eine Mainstream-Ansicht in der normalen Bevölkerung, aber in dem rechten Blatt FAZ in der Medienwelt ist es immer noch etwas, was nicht vorkommen darf. Im Gegenteil, die radikale Gegenposition mit Alltagsrassismus kommt vor. Ja, wir haben kein großes rechtes Blatt. Guck dir das andere große rechte Blatt an, die Welt zum Beispiel, die hier wie den Porsche anstellt. Ich meine, der weicheste Rechte ist, den man sich überhaupt denken kann, der bei jedem Thema, das uns irgendwie bedeutet und nach vorne bringen würde, kackt. Ja, Axel Springer, Presse, Welt und Bild ist halt FDP, CDU wählen bitte, Leute, und Transatlantikertum soll auf sein. Ne? Also Ukraine soll auf sein, Israel soll auf sein, alles machen, was die Amis wollen. Dazu bei, weil wir uns so schön empören und weil wir klicken und verbreiten. Algorithmen tragen dazu bei und vieles mehr. Also es ist sehr komplex und es ist nicht schwarz-weiß. Der Kampf gegen die Informations- und Diskussionsklimakrise ist alles andere als einfach und straightforward. Es ist kompliziert. Aber eine Sache würde es zumindest ganz klar besser machen, oder genau genommen zwei Sachen, und zwar in unserer Regierung. Die Regierung eines demokratischen Landes braucht erstens Mut in der Kommunikation von Problemen und Krisen. Ja, und das bist doch du. Also die bringen doch die Linie, die du haben willst. Ein Scholz macht doch ziemlich genau die Politik, die deine Technokratenkaste sehen will, die deine offene Grenzen-Globalistenkaste sehen will, die deine Es-gibt-tausend-Geschlechter-Kaste sehen will. Und du prangerst an, dass das nicht genug kommuniziert wird. Wofür braucht es dann die MyLab-Partei? Du bist doch die Presse. Du bist doch ein Presseorgan von dieser Regierung. Ja, wie gesagt, damit halt vorgegaukelt wird, es gäbe eine Opposition, damit der Blick weggelenkt werden kann zu der einzigen tatsächlichen Opposition, zu den Leuten, die tatsächlich den Spalt abbilden, der sich gebildet hat zwischen der Meinung der Öffentlichkeit und der Meinung der Eliten in Medien und Politik und wo dann ein Schaukampf stattfinden kann im Sinne von, oh, hier alles ganz demokratisch, oh ja, verschiedene Fraktionen streiten sich. Nein, dasselbe Organ täuscht uns vor, sie hätten einen Konflikt. Und zweitens Sachlichkeit. Erstmal zur Sachlichkeit. Und damit meine ich auch Wissenschaftlichkeit. Ja? Wie sachlich waren eigentlich diese Anti-AfD-Proteste? Guck dir mal die Schilder da an, ne? Die hast du gerade gefeiert. Mit irgendwie, also das Kacke-Thema hat sich durchgezogen durch quasi alle von denen. Ne? Es war eine einzige Party von irgendwelchen Vulgärboomern, die vom Fernseher radikalisiert wurden. Aber das war dann wieder ganz toll. Das war nicht populistisch. Ja, aber auch, das kann die sich auch selbst anhören. Die ist aufgetreten mit tanzenden Gehirnen. Wie sachlich war das? Trägst du zur Versachlichung bei? Es gibt viele Leute, die dir vorgeworfen haben, und das hast du ja garantiert mitbekommen, Frau Mai Tai Nguyen Kim, dass du aus Science so ein Lebensstil machst. Nicht ausschließlich auf die Fakten konzentrierst, im Gegenteil, sondern eher so eine Show draus machst und da Fakten vielleicht mit einstreust oder wissenschaftliche Artikel. Aber ein Gefühl als Schutzschild für eine bestimmte politische Richtung, und zwar grob gesagt Progressivismus. Ne? Genau, was war in ihrem scheiß Science-Song? Sie hat gesungen von Rassismus in der KI. Ja, genau, sowas halt. So, früher, man kann sich ja wissenschaftliche Autoritäten früherer Tage ansehen, wenn die mal ein Interview gegeben haben, die sind eben nicht so aufgetreten. Die sind relativ nüchtern geblieben und sachlich und haben versucht, ihren Standpunkt verständlich zu erklären. Und diese Kritik musst du dir halt gefallen lassen. Dem bist du nicht förderlich. Du bist nicht
förderlich, dass wir hier in nüchternem Maße und in unvoreingenommener Weise über Fakten reden. Das sehe ich nicht. Ich meine, gehen wir mal in die Metaperspektive. Was sie hiermit meint, ist, dass wir nicht nett genug zu den Grünen sind. Wir müssen uns alles anhören, was die Grünen sagen. Wir dürfen nicht sagen, verpisst euch mit eurer Scheiße, ihr Grünen. Das ist unsachlich, das darf nicht sein. Unsachlichkeit gegenüber den Feinden des Progressivismus soll auf sein. Unsachlichkeit gegenüber den Progressiven soll zu sein. So einfach. In der Politik. Und Achtung, ich sage nicht, dass man politische Entscheidungen allein auf der Basis von Fakten und Wissenschaft treffen sollte, weil man das auch gar nicht kann. Das geht natürlich gar nicht. Physik, da zählen nur die Naturgesetze. In der Politik, da zählen natürlich viele andere. Ja, aber du selber hast das doch tausendmal verquickt. Genau. Du kommst mit Rassismus in der KI. Du warst das Gesicht der Corona-Politik und hast das verkauft als die Wissenschaft, was nachher entlarvt wurde als absoluter Wahnsinn. Also du bist ein Gesicht davon, beides zu verquicken und damit die Politik, die von Progressiven gewünscht ist, alternativlos zu machen. Du bist dieses Phänomen. Vor allem hast du auch diese ganzen harten Maßnahmen in der Corona-Zeit ja maßgeblich immer nur mit Fakten begründet. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass du da dann den großen Narrativ aufgemacht ist, können wir das machen, ohne dass wir hier die Bevölkerung auf ewig entfremden oder 30% der Bevölkerung. Ich kann mich doch daran erinnern, ich habe ja auch mal ein Antwortvideo gemacht. Da ging es um diese Kack-Bratwurst, dass sich Leute, also ich habe dir damals die Frage gestellt, praktisch in dem Video, ob sich Leute nicht so vielleicht so ein bisschen herabgesetzt sehen, wenn man ihnen für was sie wirklich nicht wollen, eine Bratwurst für 2,50 anbietet und sie dann damit überreden will, das zu machen. Also ich habe die Frage gestellt, ne, wenn man dich fragt, na, Prostitution, wäre das was, kriegst du auch eine Bratwurst für? Würdest du dich nicht allein durch das Angebot und die Frage herabgesetzt sehen? Ich würde sagen, ja. Also erzähl mir nicht, dass du da die Faktenposition nicht zum Alleinherrscher erklären willst, wenn du auf solche Punkte nicht eingehst. Es ist halt im Wesentlichen Gaslighting, ne? Wirtschaft, Moral, ja. Ethik, Werte, ganz pragmatische Sachen wie Umsetzbarkeit, Durchsetzbarkeit und vieles mehr. Und wegen dieser vielfältigen Faktoren sind politische Abwägungen schwierig. Darum hatte ich Politiker bisher auch nie beneidet. Und da ist es doch ein Luxus, wenn man wenigstens einen Faktor hat, wo es objektive Evidenz gibt. Und den sollten wir doch dann einfach als kleinste gemeinsame Wirklichkeit festhalten und abhaken. Was ist eine Frau, meine liebe Frau? Ja. Das wäre eine ganz simple Frage, wo es objektive Evidenz gibt. Ne? Ist ein soziales Geschlecht ein sinnvolles Konzept oder ist das Irrsinn, politisch getriebener Irrsinn aus der Soziologie, der ebenso viel Sinn macht wie eine soziale Tierart? Das ist die Frage. Vor allem, weil ja auch die meisten Fragen der Wissenschaft, die für die Politik von Relevanz sind, eben sich nicht so eindeutig verhalten wie das Gravitationsgesetz. Also man kann ja sehr leicht messen, wie schnell ein Stein fällt. Und der scheint ja überall ungefähr gleich schnell zu fallen, sodass es schnell ermittelt. Das Problem ist, die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse für die Politik sind statistischer Natur. Das sind irgendwelche großen Prozesse, bei denen es tausende Parameter gibt, bei denen man sich dann über die Auslegung und die Gewichtung und alles streiten muss und genau hingucken muss. Und eben keine ganz einfachen chemischen Reaktionen mit großer Wiederholbarkeit. Und das, geh mal darauf ein. Hier sind mal zwei objektive Fakten, die wir betrachten könnten für unsere Politik und auf die wir uns als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen könnten. Was ist der durchschnittliche IQ in Subsahara-Afrika? Und was das ist die Erblichkeit von IQ? Also, sie hat in ihrem Buch geschrieben, soweit ich das weiß, tatsächlich, dass das ein erheblicher erblicher Faktor ist. Natürlich, und das würde ich dann auf Rassen? Machen. In Bezug auf Rassen? Ich glaube schon. Ich glaube, sie hat den Black-White-IQ-Gap akzeptiert. Ich glaube, das hat sie mal. Ich glaube, aber das wäre heute nicht mehr der Fall. Also ich glaube, das war etwas, was Robert Fenster von damals so war. Und heute ist sie halt einfach nur, vom Progressivismus. Ich würde ihr was anderes vorwerfen. Ich würde nicht sagen, dass sie, ich weiß nicht, ob sie das heute einfach in Abrede stellt. Glaube ich aber nicht. Was ich ihr glaube, ist, dass sie die Konsequenzen davon einfach nicht owned dann. Wenn du nämlich sagst, also eine Frau, die kommt mit Rassismus in der KI, stellt diese Realität definitiv in Abrede. Also der Rassismus in der KI ist ja geboren aus, ich habe zum Beispiel mal ein Video behandelt von dem, wie heißt der Typ von Clickzoom, Christoph Krachten, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass eine von der Polizei verwendete KI in den Vereinigten Staaten als Gangmitglieder irgendwie zu 90% nicht weiß ausgemacht hat. Und das ist halt die Rate, in der Gangmitglieder nicht weiß sind in diesem speziellen Teil der Vereinigten Staaten. Ne? Das ist, worum es da geht. Wenn man sich beschwert über Rassismus in der KI, will man, dass solche Daten eben nicht mehr irgendwie an die Oberfläche kommen können und dass die KIs trainiert werden darauf, das zu ignorieren. Ne? Ja, ich würde halt sagen, das ist, was ich meine mit, sie übernimmt da nicht die Konsequenzen. Also wenn sie den Black-White-IQ-Gap zum Beispiel als gegeben annimmt und die genetische Ursache davon als maßgeblich, dann
kommt ja als Folge natürlich sofort raus, dass Schwarze auf großen Zahlen gerechnet weniger gut gesellschaftlich abschneiden müssen als Weiße. So, und ich sehe sie nicht in der Talkshow das verteidigen. Also, dass wir absolut zu erwarten haben, dass wenn wir Schwarze in der Bevölkerung haben, sie im Durchschnitt weniger Geld verdienen. Und dass das darauf zurückzuführen ist. Ja. Das sehe ich sie nicht. Ich sehe sie nicht diesen Punkt dann als Konsequenz, als direkte, logische, einsichtige Konsequenz vertreten. Und das ist ein Problem. Ja, und dass deshalb dann das Grundnarrativ über ja, die rassistische Polizeigewalt hinaus von Black Lives Matter, von der Antirassismusbewegung als solcher eigentlich falsch ist. Ne? Das Grundnarrativ, dass Ungleichheit, und das ist ja eigentlich die politische Agenda, die sie im Kern pusht und worauf sie sich auch bezieht mit ihrer Menschenwürde, dass Ungleichheit Ungerechtigkeit bedeutet, dass der Mensch im Kern gleich ist. Und wenn er irgendwo nicht gleich ist, dann gibt es Unterdrückung und das muss bekämpft werden. Und sie hat sich in den Dienst dieser Agenda gestellt. Ich sehe nicht, dass sie jemals sich davon trennen wird. Darüber auch nicht mehr streiten, sondern nur noch um alles andere streiten. Doch was stattdessen passiert ist, dass selbst solider wissenschaftlicher Konsens immer wieder in Frage gestellt wird oder verzerrt wird von den Grünen mit ihrer Homöopathie-Liebe. Fucking Homöopathie! Jetzt kommen wir mit dem Problem der Menschheit. Der Homöo-fucking-Partie. Es ist unglaublich, ne? Es ist halt wie, ja. wie eine kaputte Uhr, wie eine kaputte fucking Schallplatte mit ihrer Homöopathie. Oh, hier haben wir ein Ding, was den Science-Leuten gefallen wird, was vollkommen ungefährlich ist, was überhaupt keine Brisanz hat in der Gesellschaft, weil die Leute, die das anders sehen, irgendwelche harmlosen alten Muttchen sind. Ja, genau. Es ist halt einfach Slam-Dunk auf irgendwelche Leute, die es nicht besser wissen und natürlich jetzt auch noch einen schönen Punkt haben, wo man so tun kann, als wäre man gegen die Grünen. Das hätte man jetzt auch mal die Grünen kritisiert. Beide Seiten. Mit einem Punkt, der absolut keine relevanten gesellschaftlichen Konsequenzen hat in Relation zu denen, die wir gerade besprochen haben. Ja. Die Grünen haben ein Gesetz vorangetrieben, nachdem man eine Frau werden können soll in Deutschland, wenn man einfach sagt, man ist eine. Und worauf du dich einschießt, ist die Homöopathie fast so, als wenn das Ganze eine gewisse Progressivismus, Konservatismus, eine gewisse Links-Rechts-Komponente hätte, dein Narrativ. Und ihrem grüne Gentechnik-Hass bis zur FDP mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologieoffenheit. Und jetzt zur Kommunikation. Erstmal. Kommunikation ist ein sehr wichtiger Teil der Politik. Und übrigens, das ist das linksrechte Spektrum, das sie akzeptiert. Ne? Also das rangiert zwischen den Grünen und der FDP. Ja. Das ist von der Gesellschaft, das deckt von der Gesellschaft. Wenn wir wirklich gehen, nicht nur nach den Leuten, die dann am Ende, keine Ahnung, vielleicht die FDP wählen, sondern von dem her, was die FDP vertritt. Ich will nochmal betonen, FDP-Justizminister Buschmann hat mitgeschrieben am Selbstbestimmungsgesetz, das besagt, dass du eine Frau bist, wenn du einfach sagst, du bist eine Frau. Ne? Das deckt vielleicht 15%, 20% höchstens der Gesellschaft ab, dieses Spektrum, dieser beiden Parteien. Ja, und das ist halt auch, wenn du halt der Wissenschaftsguru sein willst und wenn du das wirklich ernst nimmst, erneut, das ist eine schwere Aufgabe. Das bedeutet nämlich, dass wenn das hart auf hart kommt, du vielleicht sagen musst, ja, Hitler hat in diesem Punkt recht und du hast es nicht. Ende. Und ich habe keine Meinung dazu, weil ich mich um die Fakten kümmere und umsonst nichts. Und das ist halt so ein Ding, das machen diese Leute dann auch nicht. Die wollen immer der faktenbasierte Guru sein, aber dann ihren moralischen Frame erhalten, auch wenn das offensichtlich zu Kollisionen führt. Es ist besser, wenn du der Faktenguru sein willst, dass du keine persönliche politische Meinung hast. Wie gesagt, alle Leute, die Journalismus ernst nehmen, die Wissenschaft ernst nehmen, müssen ein bisschen psychopathisch sein. Ich stelle mir gerade so ein Video vor, wo sie dann in ihrem MyLab-Stil erörtert, was vielleicht dran war an NS-Rassenlehre. Ne? Und wie so, Freunde, machen wir uns erstmal einen Tee. Heute gucken wir uns mal Schädelumfänge an. Also das hier, das war der Heidrich, der hat das Folgende gesagt. Olaf Scholz. Und es gibt manchmal Bad News. Es gibt sogar oft Bad News. Beispiel Klimakrise. Die ist jetzt mit viel Anstrengung verbunden. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gute politische Führung braucht in solchen Fällen Mut und muss halt auch mal absteppen und Verantwortung übernehmen und klare Ansagen machen. Okay, also wir haben nicht genug, ey, ihr kleinen Scheißkartoffeln, macht die Scheißheizung aus. Oder sonst. Davon haben wir nicht genug. Ja, vor allem, auch das, sie müsste ja offensichtlich begreifen, dass ihr Konzept hier keinen Sinn macht. Also sie hat angefangen mit kleinste gemeinsame Nenner, alle gleich an Recht und Würden und ich nehme an, darunter zählt sie auch, alle haben das Wahlrecht und werden hier gleich behandelt. So, aber jetzt, die Grünen haben das ja versucht. Die Grünen haben versucht, hier massiv die Energiewende auszubauen. Nicht nur die Grünen, die CDU und so weiter. So, dass, also,
Guck dir die Preise an. Guck dir die Wirtschaft in Deutschland an. Guck dir an, wie kacke alles ist. So, jetzt wollen die Leute langsam das nicht mehr und die wählen die Grünen ja auch in geringerem Umfang und wählen andere Parteien. Jetzt ist sie aber ja da offensichtlich auch dagegen, weil sie die Maßnahmen an sich gut findet oder gerne noch härtere Maßnahmen hätte. Das lässt sich aber dann mit der Demokratie nicht in Einklang bringen. Das Problem ist halt, wenn die Leute die Wahl haben zwischen Armut und wir riskieren hier, dass wir die Pole abschmelzen, dann schmelzen die scheiß Pole ab, weil niemand gerne in Armut lebt. Ja, so, und was an machen diesem wir Punkt geht es sogar noch darüber hinaus. Also selbst sagen wir, die Armut nehmen wir als Faktor raus. Es ist mir persönlich egal, was sie da als Gefahr sehen. Ich gehe generell schon mal davon aus, dass das Narrativ nicht so stimmen wird, nicht in der Form stimmen wird, wie sie es uns verkaufen, mit der großen Katastrophe und dem Ende der Welt und so weiter. Ich gehe davon aus, sonst würde China anders agieren und sonst würden sie in Bezug auf China anders agieren, unter anderem. Es ist, so wie die Ukraine, Verhandlungsmasse. Wir haben hier vielleicht 20% in der Bevölkerung, die wollen, dass eure progressiven Kerndinger, also Sachen wie Antirassismus, Sachen wie Feminismus, Sachen wie Transgeschlechtlichkeit zu sind. Und die sind bereit, alles zu sabotieren, was ihr ansonsten wollt, wenn wir das nicht bekommen. Und ich zähle mich dazu. Wenn wir nicht bekommen, dass Feminismus zu ist, dass Einwanderung zu ist, dass demografische Kehrtwende und Remigration kommen, dann werden wir, selbst wäre das der Fall, hier alles zu Staub verbrennen lassen. Genauso wie die Republikaner im Kongress momentan die Ukraine zu Staub verbrennen lassen, weil uns das egal ist und weil ihr das wollt. Unsere Standardposition zu Dingen, die ihr wollt und uns gleichgültig sind, ist erstmal, wir werden alles tun, um euch da zu sabotieren, es sei denn, wir kriegen was dafür. Was machen wir mit diesem Zustand? Ja, genau. Und das auch mal das ist halt ein guter also du musst halt irgendwann mal den ewigen Bluff callen und stehen bleiben, ne? Wie du schon sagtest. Und dann sagen, ja, ist mir jetzt scheißegal, was mit mir passiert. Ich reiß uns beide in den Tod, wenn ich nicht was vom Kuchen abbekomme. Halten, nicht das zu erzählen, was die Wähler erstmal hören wollen. Und oft ist es ja so, dass genau das, was jetzt doof ist oder wehtut, genau das ist, was für die Zukunft am besten ist. Aber diese Zukunft liegt oft weiter weg als die nächste Wahl. So wie Remigration? Und alle sind dazu verleitet. Ja, genau. Das hatte ich sofort auch gedacht. Aber das können wir nicht diskutieren. Erstmal nur bis zur nächsten Wahl und damit kurzfristig zu denken. Und schaffst du doch ab. Wähler nur kurzfristig für sich zu gewinnen, indem sie ihnen erstmal das erzählen, was sie jetzt hören wollen. Und ich kenne ja das Problem, da sind... Ja, und jetzt hätte ich gerne mal die Lösung. ...sich Politik und Journalismus ja ähnlich. Wir sind davon abhängig, Menschen für uns zu gewinnen. Das verleitet dazu, Beliebtheit über Korrektheit zu stellen oder zuzuspitzen und zu emotionalisieren statt... Es gibt Rassismus auch in der KI. Science, who cares? ...sachlich und differenziert zu bleiben. Und trotz dieser falschen Anreize ist es meine persönliche Erfahrung, dass Sachlichkeit funktionieren kann und dass auch schonungslose Bad News nicht automatisch unbeliebt machen. Ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit. Das Ding ist, das sind keine News mehr für uns. Was ihr uns da verkauft, was war neulich die Story? Die Pinguine in Australien f***en zu viel wegen dem Klimawandel. Das ist für uns einfach nur, linke Progressive machen progressiven Geräusche. Das ist uns egal. Also, ihr könnt das verpacken, wie ihr wollt. Ihr werdet uns dafür nicht mehr begeistern. Wir bekommen, was wir wollen. Ihr gebt nach bei den Themen, die uns wichtig sind. Oder wir sabotieren alles, was euch wichtig ist. Das ist der Punkt. Mehrheit. Aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert, liebe Regierung. Nach der Anfangsampel-Euphorie, wo es schien, jetzt können Wirtschaft, Wohlstand, Sozial... Was? Was für eine Anfangsampel-Euphorie? Es war ein, also ich habe die nicht gespürt. Generell war dieses Wahlergebnis ja ein, ja gut, dann vielleicht den Scholz, der ist nicht so irre wie die Grünen und danach war es halt so ein, ja gut, niemand ist zufrieden damit, keiner hat wirklich Bock darauf. Also die Euphorie, die hat stattgefunden, ja, ich meine, wir sehen es hier gerade, in den Medien, die genau die politische Schlagrichtung vertreten, die auch du vertrittst. Da hat die stattgefunden und wahrscheinlich auch in deinem kleinen chinesischen Köpfchen. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Oder was ist sie? Vietnam? Egal. Beeint werden. Vietnamesen, glaube ich. Scheinen jetzt nur noch lähmende Streitereien übrig zu sein. Die Ampel kann sich auf nichts einigen und die Opposition... Ja, das Problem war auch ein bisschen, dass ihr euch Pläne gesetzt habt, die einfach nicht funktionieren. Also, du hast doch schon mit der, wie gesagt, der Thermodynamik angesprochen. Ja, ihr wollt hier energielos werden, die Leute trotzdem soziale Gleichheit herstellen, das alles zusammen. Das funktioniert nicht. Das...
Und dann noch auf Atomkraft zusätzlich verzichten. Ihr habt alle Faktoren zusammengebracht, die sich nicht vereinigen lassen. Warum könnt ihr, also warum kannst nicht mal du zu diesem einfachen Punkt kommen, dass das alles zusammen nicht geht? Man muss sich entscheiden und dann irgendwo Prioritäten setzen. Und ihr führt auf mehreren Ebenen einen Kampf gegen die Natur des Menschen an sich und gegen die Natur der Dinge an sich. Ihr führt einen Kampf gegen die Geschlechter an sich. Ihr führt einen Kampf gegen die Ungleichheit zwischen Individuen, zwischen Menschengruppen. Und diese Ungleichheit, die wird gewinnen und die gewinnt momentan. Ihr führt einen Kampf gegen kulturelle Identität. Ihr kriegt sie nicht raus aus den Leuten, die ihr importiert habt. Und das werdet ihr auch nie. Im Gegenteil, sie wird immer stärker, während sie sich angucken, was für ein verkommenes Drecksloch von einem Land ihr herstellt. Ne? All diese Kämpfe verliert ihr gleichzeitig. Also dazu müsste man ein eigenes Video machen. Also auch zur Ampel. Über vieles müsste man noch konkreter reden. Und das Tragische ist, ich glaube, auch in Berlin gibt es eine vernünftige Mehrheit. Ich habe in den letzten Monaten mit sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche geführt. Ich habe jetzt nichts gehört, was auch nur in die Richtung von einem Lösungsansatz oder ihrem anderen Ansatz ging. Ja. Am ehesten noch, da muss man klare Ansagen machen. Alles klar. Also viel Spaß mit der Mai-Partei, in der die kleine Mai uns dann klare Ansagen macht. Das ist doch wieder wie das Argument, das auch die CDU gebracht hat. Also wir reden nicht mehr über die konkreten Dinge, wie hier, auch nicht, sondern wir reden nur darüber, dass man endlich mal konkret reden müsste. Also wie gesagt, wir gehen wieder diese Metaleiter nach oben und irgendwann werden wir darüber reden, dass jemand mal fordern sollte, richtig zu reden. Es ist halt, komm doch endlich mal mit irgendwas Konkretem. Und für alle gewissenhaft Lustigerweise ist das ja auch schon sehr politisch, was sie hier macht. Ne? Also nichts sagen und gleichzeitig das Ganze wohlklingend halten für ihre infantile Zuschauerschaft. Das ist ja quasi die Aufgabe von einem Politiker. Arbeitenden Politiker ist es genauso frustrierend, dass grober Populismus viel leichter Aufmerksamkeit bekommt als sachliche Inhalte. Aber liebe Regierung, ihr müsst dagegenhalten mit Selbstbewusstsein. Junge, bei all euren Kernpunkten seid ihr, wenn man das mal negativ benutzen will, so populistisch unterwegs, wie es irgend geht. Weiße unterdrücken andere Leute, deswegen haben die weniger Geld, kriegen keine Wohnung. Das ist nicht unterkomplex, das ist nicht populistisch. Frauen, die armen Frauchen werden von Männern unterdrückt, auch Gender Pay. Das ist nicht populistisch. Die Erde verbrennt. Das ist nicht populistisch. Ihr vertretet, mir fällt, okay, folgendes. Der Populismus hört bei euch auf, bei den Themen, bei denen ihr so klar Unrecht habt, dass ihr das Ganze verkomplizieren müsst. Beispielsweise Zuwandererkriminalität. Da hört der Populismus auf, auch wenn, ich meine, klar, das Rassismus-Ding greift auch da rein, aber wenn es dann mal an das Fleisch der Diskussion geht, wenn ihr mal gezwungen werdet, über das Thema der Zuwandererkriminalität selber zu reden, dann versucht ihr dort alles zu verkomplizieren, bis man nichts mehr über irgendwas sagen kann. Und zwar, mehr Anzeigen, Dunkelziffer, Deutsche machen das auch, hinter den privaten Haustüren passiert auch ganz viel Schlimmes und außerdem die sozioökonomischen Zustände. Also nur alles verschwimmen lassen, alles vernebeln, sodass die Leute keine Sicht mehr auf den Kern der Sache haben und so weit zu verkomplizieren, dass bei den Themen, bei denen selbst ihr wisst, dass ihr 3000%ig Unrecht habt, die Leute zu keinem Schluss mehr kommen und dann einen Experten vor die Nase gesetzt bekommen, der ihnen sagt, was sie denken sollen. Und dem Vertrauen in uns, die vernünftige Mehrheit. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit. Was ist die vernünftige Mehrheit? Gibt es nicht. Die Mehrheit zerfällt auch in Interessengruppen. Also erstmal ist die Mehrheit natürlich, das ist ja der alte elitentheoretische Punkt, völlig politisch ineffektiv. Das Ding ist halt, die Mehrheit ist disorganisiert. Die Mehrheit kann sich immer nur Dinge gefallen lassen. Die ganze Welt wird von organisierten Minderheiten getrieben. Schlomo und ich und sowas haben tausendmal mehr politischen Einfluss als irgendwie auf der Straße, einfach weil wir organisiert sind, weil wir das seit Jahren machen. Das ist nicht, also selbst wenn auf der Straße jemand existiert, der genauso klug ist oder das genauso gut könnte, einfach durch den Fakt, dass er in der Masse untergeht, hat er die Möglichkeiten nicht. Und das ist das Gesetz der Politik, das ist das Gesetz von kleinen Gruppen. Und Millionen wirst man sowieso nicht organisieren, die kann man nur propagandisieren. Also red mir nicht von der vernünftigen Mehrheit, die gibt es nicht. Und wenn es sie gäbe, wäre sie irrelevant. Ich würde auch gerne in ihren Kopf gucken können oder ein privates Gespräch Project Veritas-Style mit ihr führen können, um herauszufinden, wie viel Machiavellismus darin steckt. Also hält sie sich wirklich, wie sie suggeriert in ihrer kleinen Ansprache gerade, hallo, wir hier unten, für die Frau des Volkes, die Frau des einfachen Volkes, die Stimme der schweigenden Mehrheit? Oder ist das halt alles ein Bullshit, mit dem sie ihre Leute mitnehmen will? Ja, die Stimme der schweigenden Mehrheit verdient ein Jahresgehalt in einem Monat. Mehrheit, wir haben keinen Bock mehr. Und das bringt uns zum eigentlichen Grund für dieses Video. Denn wie sagt man so schön, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Klar, meine Kompetenz ist Wissenschaft und wie gesagt, mit Wissenschaft alleine kann man noch keine Politik. Auch das schon. Also alleine meine Kompetenz ist Wissenschaft. Ist ja schon die, oder auf jeden Fall ein
eine Repräsentation von dem Irrsinn des Wissenschaftsframes. So funktioniert doch Wissenschaft nicht. Ein Wissenschaftler ist ein Experte auf seinem spezifischen Gebiet und nicht einfach ein erhabener Mensch, der die richtige Meinung zu XY hat. Und damit dann, oh ja, ich bin die Wissenschaft redet jetzt, hört mir zu. Ne? Ein Wissenschaftler, der sonst wie viel über seinen Fachbereich weiß, kann zu anderen Themen, auch wissenschaftlichen Themen, wahrscheinlich nicht deutlich viel mehr sagen als irgendein Typ aus dem Supermarkt. Das ist ja der Punkt. Ja, gut, klar, also du kannst natürlich eine höhere Allgemeinkompetenz für Daten und Fakten und so weiter dann irgendwann erringen. Das Problem ist aber auch dann, ein echter Wissenschaftler, wenn er auf was sich hält, meiner Einsicht nach, sollte niemals das Argument bringen, ich habe einen Doktortitel, ich bin Wissenschaftler. Er sollte halt inhaltlich diskutieren. Und also, klar, es mag ernsthaft verrückte Leute geben, aber auch dann muss man halt aufzeigen, hier, das ist genau der Fakt, wenn du von mir aus gegen einen Flacherdler argumentierst. Das ist der Fakt, den ich anders sehe. Und alle Argumente, die du gebracht hast, aus diesen Gründen nehme ich nicht an. Ende. Da muss ein Titel niemals einfließen. Ich denke, es ist halt ungünstig, wenn er das tut. Sobald wir damit kommen, ist, welchen Abschluss hast du oder sonst irgendwas, haben wir das Feld der Fakten lange verlassen. Und das Lustige ist ja, es reicht ja ein Abschluss auf irgendeinem Feld. Und dann wird sie als Chemikerin einem Hendrik Streeck gegenübergesetzt und als die Stimme der Vernunft gegenüber dem radikalen Spinner dargestellt. Ne? Das reicht ja. Dann bist du Teil vom Wissenschaftsclub und dann haben wir, und so funktioniert das ganze Wissenschaftsding, den Filter der Medien, die entscheiden können, welche Wissenschaftler, egal aus welchem Fachbereich, einem als Experte präsentiert werden, einem als Stimme der Vernunft präsentiert werden und welche als Spinner. Und so, das ist ihr Berufsmodell. Ne? So ist sie zu dem gekommen, was sie jetzt ist. Politik machen. Aber erstens, manchmal ist es gar nicht so verkehrt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich müsste das jetzt nachrecherchieren, also nehmt das jetzt nicht für 100% bare Münze, aber dass in der frühen Corona-Phase schon irgendjemand kam, der jetzt nicht Mediziner war, sondern irgendeinen anderen technischen Beruf hatte, Physiker oder sonst irgendwas, und der hat anhand der DNA-Analyse oder sowas des Coronavirus gesagt, das ist technisch manipuliert worden, das ist in irgendeinem Labor entstanden. So, und da hat man natürlich gesagt, Schwurbler, hat er keine Ahnung, und den Abschluss stimmt ja auch überhaupt nicht. Ist diese These dann nicht später sehr viel realistischer geworden, hat sich Biden irgendwann gesagt, ja, könnte Labor sein, also das ist dann irgendwann mehr in den Mainstream gerückt. Und wie gesagt, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber genau so funktioniert das ja, und alle wissen, dass das so funktioniert. Dass Leute einfach totgeschrien wären, auch wenn ihre Argumente an sich vernünftig sind und nüchtern sind, es wird sich eben nicht inhaltlich damit auseinandergesetzt, und später, wenn man es dann einräumen muss, kehrt man schön unter den Teppich. Einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Einem Außenseiterblick. Du bist ein Außenseiter der politischen Elite von Deutschland. Nachdem du das Gesicht neben Drosten für die totalitäre oder auf jeden Fall hart autoritäre Politik der letzten paar Jahre warst. Und zweitens, ich bin natürlich nicht allein. Ich meine, das kotzt mich fast am allermeisten an diesem Kram an. Ich sehe hier gerade bei den Vorschlägen unten rechts von dem dunklen Parabelritter, wie Mai euch manipuliert. Also da wird wieder dieser Beef aufgemacht. Und das ist für mich symptomatisch für das, was hier passieren soll, was auch schon mit Schuljoka und KuchenTV, also System-YouTubern passiert, die sich dann beefen und das Beef-Substitut, das Substitut für den ernsthaften Konflikt liefern, der herausgedrängt wird, der Konflikt mit Leuten, die ernsthaft ein anderes Weltbild vertreten. Genau das soll, so rieche ich, jetzt auf Parteienebene passieren mit einer MyLab. Das ist der Zweck. Ne? Da soll die MyLab-Partei sich dann beefen mit den Grünen über grüne Gentechnik, damit der Horst auf dem Sessel zu Hause sich denkt, oh ja, lebendige Demokratie, ja, da wird doch richtig gestritten über die Sachen, ja, ja. Da ist nicht nur hier einfach eine Stimme, die irgendwas vorgibt, während ihr euch bei den wichtigen Dingen alle vollkommen einig seid. Allein. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe mit sehr vielen, sehr klugen und erfahrenen Menschen geredet. Ich war auch schon mal in Berlin. Ein, wie ich finde, sehr starkes Team aufgebaut. Und ich habe meine und da bin ich gespannt drauf. Zeit vor allem damit verbracht, mich weiterzubilden und sehr fleißig zu lernen und zu arbeiten. Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal. Das ist alles, also allein, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt bei meinem großen Ankündigungslord-Video für meine Partei hier zu kommen, von wegen, oh, ich habe jetzt ganz viel gelernt hier, oh ja, ich bin richtig das Biest geworden. Und jetzt wird aber gemeldet, Leute. Also was zum Teufel ist das? Für wen ist das? Stell dir mal vor, irgendwelche Größen, politischen Größen vergangener Zeit wären auf solchen Zeitdokumenten zu sehen, wo sie kommen von wegen, oh ja, jetzt hier,
jetzt aber, jetzt machen wir aber den Deckel hier zu mit dem Fall der, des Eisernen Vorhangs und so weiter. Ne? Also jetzt, ich habe richtig nochmal die dicken Bücher gewälzt und jetzt kommen wir denen nochmal richtig und dann hauen wir einen Deckel hier drauf. Ne? Also das ist einfach würdelos und lächerlich und infantil und es zeigt, dass sich das Ganze richtet an ein Publikum, das nicht mal sie respektiert. Wagen. Ich will sehen, dass der MyLab Monday kommt jetzt. Projekt Brot und Brötchen. Bleiben, denn auch wenn das hier kein MyLab-Video ist, sind wir trotz auf einer Plattform, die zuletzt durch und mit Funk groß geworden ist. Und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht für Parteipolitik nutzen. Ihr wisst, auf welchen Plattform. Du hast gerade deine scheiß Partei hier angekündigt. Also jetzt komm nicht mit dieser Ebene der Separation noch. Oh ja, ich will das alles so total machen. Ja. Vor allem, wenn du es gerade tust. Also ich benutze den Kanal, den ich durch Funk habe, aber ich will ihn eigentlich nicht benutzen. Ich tue es zwar, aber ich werde es in der Zukunft nicht machen. Ich weiß nicht, das ist ja so eine halbe Sache. Außerdem, du bist doch immer noch aktive Angestellte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Du kriegst da dein Geld, du kriegst da deine Veröffentlichungsbasis. Du wirst dich davon nicht ganz abtrennen können. Also ja, du kannst natürlich jetzt kündigen und dann sozusagen mit dem Kapitalstock, den du jetzt besitzt, einfach das Zeug machen. Aber das machst du ja nicht. Also kannst du dich davon nicht freisprechen. Und ich meine, hier bei all dem, bei all dieser Verlogenheit und dieser Infantilität, ne, bei all diesem, oh ja, ich will doch eigentlich gar nicht, aber jetzt muss ich hier und oh ja, Leute, die Wissenschaft, diese Optik und diese Art, mit uns zu reden, ist ein großer Teil von dem, was uns ankotzt, von dem, was einen guten Teil der Gesellschaft ankotzt. Und ich war neulich, hatten wir das Putin-Interview bei Carlson, das haben wir eben schon angesprochen, und das war halt das Gegenprogramm, ne? Das totale Gegenprogramm. Und ich würde behaupten, der Grund dafür, dass viele Leute in Deutschland oder auf jeden Fall eine halbwegs substanzielle Anzahl von Leuten hier mit Putin sympathisieren oder auf jeden Fall, sagen wir mal, die hiesigen Eliten nicht mehr schätzen als ihn, ist nichts, was er vertritt, kein inhaltlicher Standpunkt, sondern einfach nur, dass wir da eben nicht diese Grundschullehrer-Kindergarten-Scheiße bekommen. Ja. Dass wir da behandelt werden wie erwachsene Menschen. Ne? Putin, wenn hier irgendwann das Atombäumchen fliegt, wird sich nicht hinsetzen in ein Video, wo er dann sagt, oh ja, also eigentlich wollte ich das ja gar nicht und ich will ja auch nicht, ich schmeiß jetzt erstmal ein Atombäumchen, vielleicht beruhigt sich das dann ja wieder und ich mag das ja eigentlich gar nicht und eigentlich die Menschenwürde und so weiter. Der würde sagen, so, Bums, Atombombe, zack, das war's. Ne? Und das ist halt, wir haben die Schnauze voll davon, von Zirkusclowns behandelt zu werden wie kleine Kinder. Ja, seht euch irgendein Interview mit irgendwem, selbst mit irgendwem von der Straße. Also in den 60er Jahren, das ist, hat einen ganz anderen Ton. Und gerade wenn man irgendwelche Intellektuelle sieht, die sich dann im Fernsehen über irgendwas diskutieren, das hat ein höheres intellektuelles Niveau, da ist ein ganz anderes Gefühl von Ernsthaftigkeit in Dingen drin. Also Beispiel wäre ja Adorno und Gehlen. Klar, man kann heute sagen, Adorno hat in ganz vielen Dingen komplett Unrecht gehabt und Schwachsinn gelabert und wirklich zerstörerischen Schwachsinn. Aber das ganze Gesprächsniveau, die Art, wie es geführt wird, ist dennoch was anderes. Es ist ein anderes Gefühl. Ja, das hier hätte vor 15 Jahren die Ansprache sein können von der Schülerin, die Klassensprecherin werden will und die Konflikte innerhalb der Klasse thematisiert. Warum ihr mich sonst noch findet. Und ich freue mich schon sehr drauf, euch bald Konkreteres sagen zu können. Aber ich wollte euch erstmal hier abholen, denn bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen, nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft. Und ich glaube nach wie vor. Glaubst du, sie meint das ernst? Glaubst du, das ist wirklich der Fall? Glaubst du, sie denkt wirklich, dass sie sich da einen Haufen mündiger, intelligenter Leute herangezüchtet hat, die die Welt vernunftbasiert begreifen? Das Problem ist halt, ich glaube sehr stark, dass für sie Vernunft basiert ist. Wenn man was wissen will, dann guckt man in ein wissenschaftliches Paper und wenn das da dran steht, dann ist das der beste Zugang zur Wahrheit. Und alles andere, wenn man daran Kritik üben will, dann geht das auch nur über ein wissenschaftliches Paper. Sie hat da ein sehr rigides Weltbild sozusagen, ein sehr institutionalisiertes Weltbild, das kommt mir so vor. Und wenn da eine Absurdität drin steht, dann ist das auch richtig. Also wenn da drin steht, Frau ist, wer sagt, dass er Frau ist, dann ist das so. Ja, ich weiß nicht, wie weit sie damit geht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sie hatte ein sehr unflexibles Weltbild, ein sehr institutionsgeleitetes Weltbild, denke ich. Also sie und ihre Anhänger vergöttern in gleichem Maße die Institution der Universität, ohne in kritischer Distanz zur Institution selbst jemals zu kommen. Und das ist das große Problem. Also ich glaube, sie sieht in ihren Leuten, die so sind wie sie, nicht so sehr, dass die wirklich an den Zahlen und den Fakten, an der Wahrheit interessiert sind, sondern dass sie sehr an den Formalismen der Wahrheit interessiert sind. Also das würde ich ihr jedenfalls vorwerfen. Das ist kommt mir stark so vor. Da kommt mir wieder das Konzept in den Sinn von Biorechten und Konvertiten sowie Biolinken und Konvertiten. Ne? Ich würde behaupten, sie ist eigentlich rechts.
von ihrem grundsätzlichen Denken her, von ihrem Naturell her. Ne? Sie wäre in der Gesellschaft vor 40 Jahren konservativ gewesen. Sie ist heute äußern sich ihre Triebe, ihre konservativen Triebe in die Richtung der Autoritätshörigkeit gegenüber den momentanen Institutionen, und die predigen halt Linksprogressivismus, und deswegen vertritt sie im Gro Linksprogressivismus, weil das die Autorität sagt. Sie ist im Kern vor allem autoritätshörig und gläubig und will einfach nicht, dass das falsch ist, was die Autorität vorgibt. Auf jeden Fall nicht im Kern. Ja. Ja. Also ja, wie gesagt, vor allem, also diese innere Distanz zur Institution an sich, die du ja hegen müsstest, wenn du wirklich die Wissenschaft ernst meinst, die sehe ich, also ich spüre davon sehr wenig bei ihr. Und wie gesagt, wir haben ja schon tausendmal angesprochen jetzt, ne? Wo sind die ganzen Corona-Aufarbeitungsdinger? Wo sind das in Frage stellen, ob es da nicht eine Verselbstständigung gab innerhalb des Universitätssystems, auch allein durch das Funding, ne? Also wenn du was Corona-Relevantes herausgefunden hast, also irgendwas, was das Narrativ stützt oder zumindest, dass dem Narrativ nicht im Wege steht, etc., dann kriegst du bestimmt leichter weitere Mittel, als es nicht zu tun. Also all diese Dinge mal vorsichtig zu beäugen. Also das kann man ja ganz eindeutig sagen. Zum Beispiel, es gab während der Corona-Krise die Politik bei vielen wissenschaftlichen Publikationen, dass Corona-Artikel vorgezogen werden. Also zeitlich vorgezogen werden, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass man sie schneller bearbeitet und sonst irgendwas. Das ist natürlich ein großer Anreiz von Wissenschaftlern, sich mit der Corona-Krise zu beschäftigen. So, jetzt könnte man sagen, ja schön, dann erfahren wir schneller was darüber. Ja, im Idealfall zwar schon, aber das führt natürlich auch dazu, dass also das ganze System stark darauf ausgelegt ist, dass man irgendwas sich mit Corona beschäftigt, ne? Dass man irgendwie über die Relevanz, dass man die Relevanz des Themas auf jeden Fall nicht klein hält, weil das einem für die Karriere natürlich nicht förderlich gewesen wäre. Corona ist in der Hinsicht, wie in vielen anderen auch, halt ein Klima im Wasserglas. Ne? Ein kleines Klima. Kleines Klima, das kurz auf sehr intensiver Flamme gebrannt hat. Dieselben Mechanismen greifen auch da. Also die Universität braucht dringend Konkurrenz. Die Universität, von mir aus soll Elon Musk seine Universität gründen oder irgendwas anderes. Wir brauchen unseren Soros quasi, ne? Wir brauchen unseren subversiven Universitäts-Soros. Ja, wir brauchen irgendeine Art Gegenuni, halt wie die Gegenuni, nur viel größer, sodass sich die echte Universität, die jetzt noch existiert, mal wirklich mit Fundamentalopposition auseinandersetzen muss. Also, dass diese ganzen seichten Ergebnisse rauskommen, das ist natürlich auch eine Konsequenz dessen, was wir schon tausendmal besprochen haben, der Kathedrale, dass alle Institutionen sich immer einig sind. Natürlich entsteht da kann ja keine neue Meinung entstehen, da kann ja kein Grundsatzopposition aufkommen, weil die ja sowieso alle dasselbe denken. Und wir haben jetzt im Wesentlichen gesehen, was ihr Endgame ist. Ihr Endgame ist, uns einfach rausdrängen aus dem Diskurs ohne Konfrontation, ohne jede Konfrontation, ohne dass sie zur Kenntnis nehmen müssen, was wir eigentlich sagen, was wir vertreten, was die Gegenseite vertritt. Ne? Und ein Substitut für den Konflikt liefern von Leuten, die bis auf Kleinigkeiten sowieso die Welt genauso bewerten wie sie selbst. Ne? Das ist ihr Endgame. So soll es weitergehen. Und das wird dann stattfinden, indem wir, keine Ahnung, vielleicht ein paar altlinke Professoren haben, die sich an den bestehenden Universitäten dann betteln mit neulinken Professoren, und diese altlinken Professoren werden auf die Dauer bei allem einknicken oder auf jeden Fall wesentlich unterwürfiger agieren. Und genau dasselbe sehen wir im Medienraum und genau dasselbe für MyLab gerade machen im Parteienraum. Ja, die Universität, glaube ich, ist auch halt deshalb immer sehr, also neulinks im Sinne von progressivlinks, weil die Universität natürlich in ihren Zahlen dominiert ist von Studenten, von jungen Leuten. Ne? Die Universität ist wahrscheinlich die jüngste Institution, so jetzt im Altersdurchschnitt der Leute, die da rummeddeln, die wir im Land haben, weil da halt Jugendliche oder junge Erwachsene rumlaufen, und die sind nun mal in einem ganz furchtbaren Maße progressiv. Wobei natürlich die jungen Leute in der normalen Bevölkerung deutlich rechter sind oder es deutlich größere Strömungen innerhalb derer gibt, die gefestigt rechts sind, als das an der Universität der Fall ist, auf jeden Fall wahrnehmbar. Ne? Das ist da ausgedrängt. Das ist halt ein Machtmittel. Ja. Also es wird. Wie war das? Die Statistik von, das waren die eigentümlich, oder wie heißen die Leute, über die du mal ein Video gemacht hast zu dem Thema Normies, sollte man Normies hassen? Irgendwas mit frei? Konsequent frei. Die hat eine Statistik benannt. Ich weiß nicht, ob in dem Video. Ich glaube ja. Auf jeden Fall, die Statistik besagte, dass knapp die Hälfte der deutschen Universitätsprofessoren angeben in der Umfrage, dass sie persönlich versuchen würden, es zu verhindern, wenn sie das mitbekämen, dass ein rechter Professor wird an seiner Uni. Ja. Knapp die Hälfte. Und wenn das diejenigen sind, die das offen sagen, dann werden diese Dynamik mitgehen, noch mal wesentlich mehr als das.
Also es gibt auch direkte Griffe an der Macht über die Universität von linksprogressiv. Ja, es gibt doch auch so andere Statistiken darüber, wie sich Universitätsprofessoren in Amerika selbst politisch identifizieren und wie sich das über Zeit entwickelt hat. Das wäre ja auch mal was, MyLab, worauf man eingehen könnte. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war so ungefähr das Verhältnis in vielen Disziplinen, so wie Geschichte, so 50-50, 2-3, für die, also 3-2 für die progressive Seite vielleicht. Und jetzt hat das halt Zahlen erreicht, 20-1, 50-1, irgendwas ganz Abstruses, ja. Was ist da passiert? Wie kommt es, dass die Medizin zum Beispiel mal eine relativ konservative Profession war, in dem sich die Mediziner gesellschaftlich als konservativ verstanden haben und jetzt ist es eine progressive Institution. Wie ist das passiert? Also, das kommt ja nicht von ungefähr und es hat Effekte auf das, was gelehrt und geglaubt wird. Vernunft. Ja, nach Corona sollte ich mir vielleicht ein anderes Framing als solche überlegen. Ihr wisst, was ich meine. Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die... Könnte sagen, Blinddarm. Die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus. Also Nerds an die Macht. So viel erstmal an dieser Stelle. Ja, die Nerds sind an der Macht. Das Problem ist, die Nerds sind autoritätshörig. Die Nerds haben nicht den Mut, abzuweichen in ihren eigenen Gedanken von dem, was von oben vorgegeben wird, selbst wenn es eine Absurdität ist. Und deswegen kriegen wir dann schwache Münder, aus denen nur das herauskommt, was die herrschenden Mächte haben wollen, wie dich. Ja, was MyLab halt auch nie adressiert, ist halt die Tatsache, wenn Wissenschaft starken Einfluss auf Politik haben sollte, was hier befürwortet, dann hat automatisch Politik einen starken Einfluss auf Wissenschaft, weil die Leute an der Spitze haben nach wie vor Interessen und die werden sie nicht aufgeben. Und das, damit trotzdem die Wissenschaft das sagt, was ihren Interessen dienlich ist, werden sie versuchen, die Leute in die Wissenschaft zu bringen, die das sagen, was sie glauben. Und wenn du, also das ist doch der offensichtlichste, das offensichtlichste Problem damit, Wissenschaft zur Grundlage von Politik zu machen. Weil die Politiker, oder die Politiker nicht aufhören, Politiker zu sein und dann die Wissenschaft anfangen zu politisieren. Was sagst du dazu, meine? Wie verhindern wir das? Wie adressieren wir das überhaupt mal? Ich freue mich schon drauf, wenn ich euch bald mehr updaten kann. Bis dahin, stellt den Tee warm und bleibt sicher. Tja. Ja, wenn in 100 Jahren darauf zurückgeblickt wird, wie der große Krieg von Diktatorin MyLab begann für den Quarantäneraum im Osten, dann wird man auf dieses Video hier blicken und wird sagen, okay, mit ihrem Charme und ihrem Charisma zog sie die Deutschen offenbar in ihren Bann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es passiert. Also erstens, es wird eine große Lachnummer. Also es wird sehr viel zu lachen geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin gespannt, wie sie in ihrem Team da aufstellen wird. Ich bin gespannt, viel Material. Ich bin gespannt, ob sie ihre Partei die Wissenschaft nennen wird. Das wäre richtig geil. Ich sehe so eine 0,5% Chance, dass sie das buchstäblich machen wird. Ne? Weil ich meine, sie hat schon mal unsere Memes zum Leben erweckt in Form vom Yes-Meme. Ne? In Form vom, ja, die Wissenschaft. Also Science is Minds und so weiter. Das war ja der Song zu unserem veralbernen Meme von der Wissenschaft. Ne? Zu unserem Meme, mit dem wir das verarschen wollten. Und sie gibt uns das auf dem Silbertablett. Ich bin mir sicher, ihre Partei wird ein komplettes Meme. Ich bin mir sicher, ihre Partei wird ein Rohrkrepierer und wird ja hoffentlich dafür sorgen. Also, wie gesagt, im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass der Boomer vorgegaukelt bekommt, es gäbe einen großen Dissens, während er nicht da ist. Es gäbe Konflikt in der herrschenden Politik und ja, die AfD, das sind halt die Leute, die kann einfach an den Rand drängen. Es gibt ja noch genug Streit anderswo. Ne? Das ist nicht, wo der eigentliche Gesellschaftskonflikt stattfindet. Das ist der negative Faktor. Ansonsten, dass die vielleicht irgendwie ein Prozent von den Grünen abzweigt, wenn es hochkommt, ist ganz lustig. Ja. Ja. Also ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, wie es wird. Und also wie gesagt, was mich am meisten nervt, ist so wenig Bereitschaft. Also man kann ja Erwin und dem ganzen, also Erwin überlegt sich das alle 2 Wochen neu, habe ich das Gefühl. Aber zumindest, es gibt einige Elemente hin und wieder auf der linken Seite, die ehrlich mit einem in Kontakt treten wollen und tatsächlich mal die Diskussion zu führen imstande sind. Es sind sehr wenige von ihnen, aber man findet sie hin und wieder. Und ich sehe nicht, dass sie das so sehr macht. Ich sehe nicht, dass sie sich, obwohl sie das könnte, mit den Leuten wirklich auseinandersetzt. Es ist halt immer sehr ein stark hegemonialer Narrativ, ja. Naja. Tja, ja. Kommentare sind vor allem ihre Fans, soweit ich das überblicke. Ich gucke mal, was die Neuesten sagen. Die Likes, also sie hat schon 24.000 Dislikes gesammelt, allerdings auch 94.000 Likes. Also sie konnte ihre Leute da schon mobilisieren. Das Ganze hat ja fast 1 Million Aufrufe, ne? Also, ja. Ich bin
Ja. Ja, wie gesagt, Kritik an MyLab ist von unserer Seite nicht, dass du ein Paper liest und dass man das auf keinen Fall tun sollte und dass in dem Paper nie irgendwas Wahres steht. Das ist nicht unser Frame. Unser Frame ist, dass es darüber hinaus große Probleme gibt, auch Probleme auf der Metaebene, die durch euch, durch eure Fraktion nie adressiert werden. Ja, und die durch eure Fraktion als reines Verschwörungsgelaber abgetan wird, damit ihr durchpressen könnt, was ihr durchpressen wollt. Und sind wir ehrlich, neben der Paper-Institutionshörigkeit von ihr kommt auch dazu, dass sie sich einfach hat verführen lassen vom Mainstream. Ne? Sie fand das einfach geil und ihre, also es gab ja damals Paper, es gab ja Studien, die haben eine andere Sprache gesprochen während Corona, als das, was sie da gesagt hat. Das war ihr halt egal damals, weil sie das geil fand, Miss Wissenschaft zu sein auf dem Fernseher um 20.15 Uhr. Ne? Das heißt, sie hat sich verführen lassen von diesem System. Sie ist auch einfach ein machthungriger und geltungshungriger Mensch, würde ich behaupten. Ja. Ja, das habe ich ja auch mal, also das ist ja generell der Vorwurf, ne? Wenn du Wissenschaft so geil findest, warum bist du dann keine Wissenschaftlerin geworden, sondern Wissenschaftskommunikatorin, ne? Warum? Adressier das. Und wie gesagt, ist ja kein Problem, wenn man sagt, weil ich das einfach geiler finde, weil es langweiliger ist, im Labor zu stehen, als hier die große Politikerin zu machen. Okay, okay. Aber das muss ja dann auch der Grund sein, sonst hättest du das nicht gemacht. Jetzt reden wir über Konsum und damit ist nicht der Supermarkt gemeint, sondern das Konsumentenverhalten etc. Passt ganz gut, wie gesagt, zu unserem Sponsor, dem Thymos Magazin und ja, ihre Analyse dessen, wie KI uns bedrohen kann. Konsum ist ja quasi, oder ja, der Konsumismus, die Ersatzidentität in Abwesenheit von bedeutungsvollen Identitäten wie nationaler, kultureller Identität, familiärer Identität, geschlechtlicher Identität und nicht das soziologische Wahnsinnskonzept damit gemeint, sondern die Identität, die aus deinem realen Geschlecht hervorgeht. Ne? Eine Konsumismus-Ersatzidentität an die Stelle dessen tritt und als Substitut dafür herhält, ist ja so ziemlich, wo sich unser Lager mit den Altlinken die Klinke in die Hand gibt. Ich denke, das ist größtenteils Konsens bei uns auf rechts genauso wie auf Altlinks, während lustigerweise die Neulinken MyLab-mäßigen Leute es wiederum geil finden. Also ich glaube, wenn es nach denen geht, dann schneiden wir uns alle die neueste Apple-Brille auf den Kopf und damit können dann, keine Ahnung, durch die Auswertung von dem Sichtfeld jedes Menschen auf der Erde, kann uns MyLab dann vorrechnen, können so und so viele Millionen Autounfälle im Jahr verhindert werden oder irgendwie Sonne scheiße und deswegen ist das alles wieder gut. Und hier haben wir halt eine Schnittstelle zwischen Altlinks und rechts. Schauen wir rein. Eigentlich, ja. Ich wünschte dir ja irgendwie auch eine. Ja, ich denke, auch, also man sieht das ja, die Sowjetunion, oder also historischer Materialismus, sozusagen, das, worauf die marxistische Ideologie mal gebaut wurde, sozusagen, dass die, also die eigentlich die Annahme, dass das Denken des Menschen einfach nur durch die materiellen Grundlagen gesteuert ist, die Sowjetunion ist eigentlich die Widerlegung dessen. Ich glaube, die Sowjetunion hat, wenn überhaupt, so lange überlebt, weil sie den Leuten ein religiöses Angebot gemacht hat. Weil sie den roten Stern anbeten konnten, buchstäblich. Und weil sie eben auch aus diesem monastischen Verzicht gegen die materielle Welt den überbordenden Materialismus vielleicht ein bisschen ablehnen konnten oder darüber hinaus kommen konnten. Und ja, ich würde auch in dem Sinne dann auch sagen, in dem klassisch Linken, in dem klassischen Gläubigen an die Sowjetunion steckt ein rechtes Element in diesem Sinne, ja. Eigentlich wünschte dir ja irgendwie auch eine mehr Sinn. Und ich denke, die Impfung dagegen, jetzt unterbrechen wir es dreimal, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich denke, die Impfung gegen Konsumismus ist nicht, wir schaffen den Kapitalismus ab, wir schaffen Wettbewerb ab und wir geben einfach allen ja, ihren Grundbedürfnissen entsprechend, was sie wollen und noch ein bisschen darüber hinaus, sondern die Impfung dagegen ist, dass es diese Identitätslücke einfach nicht gibt. Dass die Leute gesunde Identitäten beziehen können aus ihrer Nation, ihrer Kultur, ihrer Eigenschaft in der Familie als Vater, Mutter, Kind und so weiter und so fort. Ja, einmal das. Genau. Und ich würde auch einfach sagen, aristokratische Verachtung im Sinne von Mishima. Also der Aristokrat zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht Prunk zur Schau stellt, sondern dass er einen fast ja, monastischen, schlichten Lebensstil lebt, dass er von mir aus Geld besitzt und sich die Dinge möglich macht, aber dass es, wenn es darauf ankommt, eben karg leben kann und hart ist und für die Sache brennt und nicht für den Besitz an sich. Alte aristokratische Ideale. Dann schauen wir rein. Ich habe noch keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nicht, wer hier was vertritt. Ich bin gespannt. Eigentlich wünschte dir ja irgendwie auch eine mehr simple Struktur und nicht so viel Konsum, nicht so viele Sachen. Und ich glaube, ich habe da so eine Frage an dich. Warum machst du es nicht einfach? Also warum tust du dir das an, so, dass du dich mit Produkten überhäufst, die du eigentlich gar nicht brauchst? Durch meinen Job, da ich halt Produkttesterin bin,
kannst du das nicht einfach außen vor lassen? Also ich weiß auch, dass ich super vielen Menschen helfe, dass sie jetzt sich keinen Schrott kaufen. Aber natürlich inspiriere ich sie auch dazu, sich etwas vielleicht zu kaufen, was sie noch nicht kannten, weil sie halt auf... Ist sie Produkttesterin im Sinne von, sie arbeitet für die Industrie? Oder ist sie Produkttesterin im Sinne von, sie hat einen YouTube-Kanal und macht da irgendwie DM-Hauls oder so? Das frage ich mich halt auch. Also wenn sie Produkttesterin im Sinne vom TÜV ist, sehe ich nicht, warum sie prokonsumistisch sein muss. Ich meine, sie guckt dann halt, wie lange du den Fernseher anschalten kannst, bevor der kaputt geht. Ich weiß nicht, warum man da konsumistisch für werden muss. Was sie noch nicht kannten, weil sie halt auf meine Meinung vertrauen. Hallo, ich bin Özlem, 32 Jahre alt und Influencerin auf Social Media. Ich mache auch... Okay, sie ist keine TÜV-Testerin. Sie ist eine, wir schicken dir 50 Kleider von was weiß ich zu und du trägst sie dann mal vor der Kamera. Das Ding ist, es ist komisch, sich dann damit, ja, wenn man so will, rauszureden aus dem Konsumismus, weil da kommt man ja nicht einfach so rein. Also du kriegst ja nicht, keine Ahnung, wie beim Kartenspiel die Karte zugeteilt, du bist jetzt das, ne? Sondern du hast ja irgendwie damit begonnen, wahrscheinlich weil du schon vorher dir einen Haufen Scheiße immer gekauft hast und, keine Ahnung, daraus Selbstwert bezogen hast oder so. Auf allen gängigen Oder es endet halt wieder wie beim Drachenlord. Der hat doch mal ein Produkt, also vom Huawei Honor hat er mal so ein Honor, hat er mal so einen Produkttest gemacht, für den er wahrscheinlich gar nicht bezahlt wurde. Der hat einfach so getan und danach hat Huawei sich nicht bei ihm gemeldet. Das war geil. Komm, wir machen eine Werbepartnerschaft. Huawei hat gesagt, bitte nimm das Video runter. Wir haben das nicht freigegeben. Social-Media-Plattform-Content, also Instagram, TikTok, Facebook, YouTube und hauptsächlich nehme ich die Leute mit in meinem Leben, aber ich mache auch sehr, sehr viele Produkttests. Ja, ich bin Karl, ich bin 23 Jahre alt. Ich wurde inspiriert von einem Vogelnest, was meine Frisur angeht. Gelernter Forstwirt und das passt. Ich setze mich ein als Aktiv. Also, wenn du den auf der Straße gesehen hättest, hättest du gesagt, ja, Forstwirt, also der ist viel im Wald. Also, schön, dass das ist, aber er sieht nicht so aus. Er sieht aus, als wenn er halt eine Menge Vogelnester gesehen hätte und den Anblick nicht aus dem Kopf bekommen hätte. Er sieht aus, als würde er in Berlin-Mitte 30 Kilometer jenseits jedes Waldes leben. Ein gutes Leben für alle und gegen Ausbeutung und... Und, also... ein Link. Also, ich verstehe es, verlottert auszusehen, aber das soll ja offenbar irgendwie so, oder? Also, der will so aussehen. Weil es sieht halt aus, ja, wie jemand, der, keine Ahnung, zu lange nicht beim Friseur war und aus dem Bett gefallen ist. Ja, vor allem, jetzt haben sie hier den, also, die Konsum-Schnepfe, möchte ich es mal nennen, also irgendwie die Influencerin mit dem hier linken Zauselboy, der jetzt zufällig auch Forstbeamter ist oder sonst irgendwas. Da fehlt mir eine Position. Also, wo sind wir vertreten wieder? Wie das immer bei Unbubble ist, es wird das Spektrum verengt auf Positionen, die sich schon von vornherein wahrscheinlich recht ähnlich sind. Diese Leute sind sich schon viel zu gleich, viel zu ähnlich. Die stimmen bei viel zu vielen Dingen überein und streiten sich jetzt nur noch um eine kleine Detail der Auslenkung des linken Weltbildes. Also sollte man hier den Gay Space Communism, Fully Luxury Gay Space Communism machen und in Hedonismus schwägen, oder sollte man für alle linken Punkte sein, aber konsumkritisch? Das ist halt... Naja, bisschen witzlos. Wachstumswahn. Klima kommt wahrscheinlich auch rein, mit dem Wachstumswahn und die Ungleichheit. Also aus intersektionaler linker Sicht wird er jetzt eigentlich sagen, Kommunismus soll auf sein. Ne? Intersektional linker Technokratensicht, also alles gemixt. Ne? Alles, was wir nicht mögen, gemixt. Aus all diesen Sachen in einer ekelhaften Mixtur würde jetzt unsere Meinung vertreten. Denn das kann heiter werden. Ich habe verschiedene Einnahmequellen in meinem Job, aber hauptsächlich verdiene ich Geld dadurch, dass ich als Markenbotschafterin mit Firmen zusammenarbeite. Ich wohne im Ökodorf Siebenlinden. Wir sind eine Lebensgemeinschaft von um die 150 Leuten und wir versuchen unseren ökologischen Fußabdruck so niedrig wie möglich zu halten. Aktuell liegt der bei ein Drittel des Bundesdurchschnitts. Was mir aufgefallen ist, ist definitiv... Das erzähle ich auch meinen Leuten, wenn ich sie kennenlerne. Ja. Da hätte ich auch schon keinen Bock. Also ich hätte da einfach keinen Bock drauf, wenn ich in der Natur leben will irgendwo. Also ich kann nicht verhehlen, dass auch mein Lebenstraum es irgendwie ist, in einem norwegischen Dorf an einem Fjord zu leben und mit der Welt nichts mehr zu tun zu haben. Ich kann nicht verleugnen, dass es diesen Gedanken in mir gibt. Aber das mache ich nicht, weil ich dadurch meinen scheiß ökologischen Fußabdruck verringere, sondern einfach, weil es an sich nicht. Ja, im Gegenteil. Dieselgenerator geht brr, ne? Holzofen geht brr.
Das ging ja alles birr in dem Fall. Dass auf Social Media alles in Richtung Konsum super beliebt ist. Bei mir sind es zum Beispiel DM-Life-Halls. Ich habe das vorher nicht gesehen. Sie kommt buchstäblich mit dem, was ich vermutet habe. Das sind Videos, in denen ich mehrere Stunden in der Drogerie bin, Sachen kaufe. Mehrere Stunden in der Drogerie? Was? Okay, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Also, das ist halt genau der Punkt, ne? Dann ist das ja offenbar zu einer Identität geworden, was für eine bekackte Salbe von Denk mit du dir kaufst. Erfahrung erzähle und meistens auch zwischen 300 bis 800 Euro im Schnitt ausgebe. Ja. Mhm. Wo sind deine Kinder? Der bewusste Konsumverzicht spielt für mich. 800 Euro in der fucking Drogerie. Ich vermute, ich habe in meinem ganzen Leben keine 800 Euro in Drogerien gelassen. Ich meine, was kaufst du dir da? Zahnpasta, Zahnbürste, ein Deo und ein Shampoo? Naja, allerhand Kleister für die Fresse, nehme ich an. Allerhand Säbchen und Tinkturen und so weiter. Das ist absolut unglaublich. Und ja, mein Aktivismus auch eine große Rolle. Ich möchte die Utopie, die ich mir vorstelle, ja auch selber leben. Und für mich ist es authentisch. Vor allem, die haben dann immer dieses Dauerkaufen, das würde mich nur unter Stress setzen. Ich habe den starken Trend, also wenn ich ein Shampoo gut finde oder Deo oder sonst irgendwas, dann gehe ich auf Amazon und kaufe mir das super Doppel-Jahrespaket davon. Ja? Dann kommen da 36 Tuben davon und dann ist dieses Problem erstmal für ein oder zwei Jahre durch. Und das finde ich schön. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Es ist gekauft, Ende. Es ist halt das Gegenteil. Sie wollen was zu tun haben. Sie wollen das Erlebnis. Und das ist traurig. Dass du dich da jeden Tag oder jede Woche immer und immer wieder mit beschäftigst. Aber wie gesagt, für die ist das kein Stress, für die ist das dann scheinbar Identitätsersatz. Ja, dann auch meinen Konsum dem anzupassen. Danke. Ja, passend für einen Forstwirt, das Grün. Cool, die Farbe steht mir gut. Finde ich, stimmt sogar einigermaßen. Ich finde, sie sieht mit dem Ding jetzt fast ein bisschen anderer aus als vorher. Ja. Ja, ich fühle mich in meinem neuen Outfit irgendwie in einer neuen Rolle, in einer neuen Position und bin gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf den Austausch. Als mein Gegenüber erwarte ich denke mal, jemanden, der irgendwo gerne konsumiert oder der sich keine Gedanken um seinen Konsum macht vielleicht. Ich kann's nicht ab, wenn Leute die ganze Zeit grinsen, während sie mit mir reden. Ich mag es nicht. Okay, let's go. Hallo. Hi, freut mich. Ich mag den Typ direkt instinktiv nicht. Irgendwas gefällt mir echt nicht an dem. Ja, irgendwas stimmt nicht. Es ist halt, er ist so ein... Ja, so eine Öko-Grinsebacke. Das Problem ist wieder halt vor allem dieses Öko. Wir müssen in allem Verzicht üben, damit die Welt nicht untergeht. Verzicht, Verzicht, Verzicht. Wir müssen das ökologische Projekt hier wieder nach komplett technokratischen Dingen ausrichten. Wir bewahren die Natur nicht, weil es schön ist und weil wir hier gerne sind, sondern weil wir hier, also GDP goes down Meme. Ja, das müssen wir erreichen. Ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt drei Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen und seid offen und ehrlich. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel und beantwortet sie beide. Stadt oder Land? Land. Land. Allein sein oder unter Leuten? Allein sein. Ich glaube, eher unter Leuten. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Viel Freizeit. Beständigkeit oder Veränderung? Veränderung. Ja, aber auch das, du kannst den Leuten auch schon so eine Frage nicht stellen. Viel Geld oder viel Freizeit? Viele sagen dann halt viel Freizeit, weil das andere gierig klingt. Aber, also... Trotzdem verbringen dann die meisten Leute ihre Freizeit nicht gerne als Obdachlose, die überhaupt kein Geld haben. Ne? Das ist ja nicht ganz unabhängig voneinander. Das, was du daraus machen kannst, die Möglichkeiten, die sich dir erschließen und das, was du für Ansprüche hast, das ist alles nicht, das geht damit einher. Veränderung. Wenn du etwas an deiner Kindheit ändern könntest, was wäre das? Also meine Eltern waren selbstständig, seitdem ich denken kann, mit mehreren Restaurants. Und dadurch waren sie eigentlich immer beschäftigt. Ich glaube, ich würde ändern, dass meine Eltern präsenter im Moment sind und aufmerksamer.
ich fand das immer ganz schön, wenn Eltern sich ganz viel mit ihren Kindern beschäftigt haben und Interesse gezeigt haben an den Hobbys und Leidenschaften. Das war bei meinen Eltern eher geht so, weil die sehr viel gearbeitet haben. Also egal, was ich gemacht habe, mein Vater hat immer so reagiert, war nicht anders zu erwarten oder schön. Also egal, wie toll die Leistung war oder wie schlecht, es gab nur die Reaktion und da hätte ich mir ein bisschen mehr Spielraum gewünscht. Was hat das mit Konsum zu tun? Ich finde das halt dieses Format. Ne? Das muss immer erstmal ein bisschen gemenschelt werden. Wir müssen daran erinnert werden, das sind nicht nur Sprechpuppen für ihre Position, das sind Menschen. Ne? Welche negative Erfahrung hat dich positiv geprägt? Als ich 17 war ungefähr, bin ich mal in eine sehr gewaltvolle Situation gekommen und wurde mit einem Messer verletzt. Und der Täter war dann irgendwann mir auch bekannt und dann habe ich mich für meinen Alltagsrassismus entschuldigt. So ein ganz inneres Gefühl, ich will den unbedingt sehen und ich will auch mein Bestes tun, um ihm zu verzeihen. Wie homo ist das denn bitte? Das ist ja wieder. Hast du mitbekommen, der Vater von dem Typen, der wurde? Ja, ja, Tür zugemacht. Ja, genau. Klar. Und wie gesagt, diese ganzen Leute, die vergeben ihren Feinden halt, ohne dass die irgendwas dafür tun müssen. Ne? Also wenn du ein tiefgläubiger Christ bist und der Typ, der dir was Schreckliches angetan hat, sich danach in einem Kloster meldet und 30 Jahre lang sich den Bußgürtel anzieht und alles tut dafür, wenn du dann am Ende deines Lebens ihm vergeben kannst, dann ist das deine Christensache. Aber einfach so nach 5 Minuten den Blankocheck auszustellen, nee, leck mich. Das sind nicht ihre Feinde, sondern es sind Angehörige einer höheren Kaste in dem Narrativ, dem sie folgen. Ne? Ich meine, ein Messerverletzer, wie oft wird irgendjemand von einem Michael mit dem Messer verletzt? Sehr selten. Ich wäre mir sehr sicher, dass das eine rassifizierte Person war, wie sie heutzutage gerne sagen. Ja. Ne? Wie viel wurde vergeben einem Tarrant? Wie viele Leute wurden da vor die Kamera gezerrt von den Angehörigen der Moscheebesucher und haben dann gesagt, ja, das arme Schwein, also ich kann mir das nicht wirklich übel nehmen. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ja. Wie lange wird es dauern, bis wir Putin vergeben haben, nachdem der Krieg zu Ende ist? So 5 Minuten und dann, ja, war nicht so schlimm. Wir vergeben dir, du bist jetzt wieder Teil von uns. Klar, sehe ich kommen. Und natürlich wollte ich auch gerne irgendwie sehen, dass es ihm leid tut. Und ja, ich habe in dieser Zeit so ganz doll auf mich selbst gehört und habe Kontakt zu diesen Menschen dann aufgenommen. Und wir hatten so einen ganz besonderen Moment, wo ich ihm verziehen habe und wo er auch mit Tränen in den Augen vor mir stand und sich entschuldigt hat bei mir. Vorm Richter. Und ich habe damals so ganz tief in mir gemerkt, mir geht es nicht um Schuld. Eine seltsame Situation, dass dich ein Messer angreift. Die Leute haben seltsame Lebenserfahrungen. Schuld oder Strafen, mir geht es so um Versöhnung irgendwo. Ja, du bist ja auch ein kleiner. Und da habe ich so, genau, das, ich glaube, das erste Mal so richtig auf meine innere Stimme gehört vielleicht. Und das war ein richtiger Gewinn für mich. Mhm. Ja, vor allem, wie gesagt, es ist immer so substanzlos. Also, jetzt nehmen wir mal die ganz krassen Leute, hat deine Frau umgebracht oder sonst irgendwas oder dein Kind raus. Wir nehmen jetzt mal was Normales, okay. Jetzt hat mich einer hier irgendwie mit dem Messer attackiert und hat mir das Ding ins Bein gerammt. Das tat ganz schön weh. So. Was tut er, um das auszugleichen, ja? Also, wo ist die große Buße, die er leistet? Also, vielleicht, was hat er zum Gegenzug gemacht? Hat er, was weiß ich, mein Leben gerettet und danach sind wir quitt? Ich meine, das wäre ja zumindest irgendwie noch mal ein Zugang zu dem. Aber die ganze Zeit immer, ja, Entschuldigung, das war echt eine blöde Sache, ja, ist gut, das reicht nicht. Schön. Ja. Wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Ich werde wach von einer tollen Kuschelparty mit meinen 2 Hunden und meinem Ehemann. Wir haben ausgeschlafen. Danach fahre ich mit den Hunden in die Natur und genieße die Zeit mit denen. Also, komm. Hund als Kindersatz, ich meine, ist das nicht das, woran wir alle denken? Ja. Danach werde ich irgendwie zu meinem Lieblingsfrühstücksbuffet gebeamt mit meinem Mann. Ess das schön. Danach machen wir Wellness ohne Handy, ohne Verpflichtung, einfach nur entspannen. Wie viele Verpflichtungen hast du denn sowieso? Du hast keine Familie, dein Job ist es, bei DM einkaufen zu gehen für 800 Euro. Insofern, musst du dich entspannen? Genau, ich würde mir dein Leben relativ stressfrei vorstellen. Danach sind wir zu Hause und essen. Und leer. Einen Nachtisch, den man nicht im Restaurant essen kann, aber zu Hause gemeinsam. Und danach machen wir wieder eine Kuschelparty mit den Hunden. Schön. Oh Gott, der Typ geht gar nicht, ne? Also ohne Scheiß, jedes Mal ist es geht mir auf, es ist wie Kreide auf der nassen Tafel. Worauf könntest du nie verzichten? Ich glaube auf sozialen Kontakt, auf Freundinnen, auf was
Ja. Also es ist halt, er ist die Kreatur. Ne? Er ist genau das, worauf man keinen Bock hat. Familie, auch so dieses Gefühl von, da sind Menschen um mich rum, die an mich denken und die mich mittragen und bei denen ich mich fallen lassen kann und zeigen kann. Hm. Das ist mir richtig wichtig, so ein stabiles Netz um mich rum zu haben. Schön. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Die müssten das mal machen mit dem russischen und dem ukrainischen Nationalisten und auch mit diesen dummen Fragen davor, ne? Und danach können die sich erklären, warum die sich gegenseitig die Kehle durchschneiden wollen. Ich glaube, wir finden beide Liebe und Wärme. Also das ist das, wo wir eher unseren Ruhepol finden als Menschen, die Tube. Es ging um Konsum, ne? Also nochmal, wir sind 7 Minuten drin, wir reden jetzt darüber, was die beiden gemeinsam haben und wie gern sie am Sonntag aufwachen und mit ihren Hunden kuscheln. Das ist halt das traditionelle, sich erstmal darüber aufregen, wie scheiße dieses Format ist. Abwechslung und sowas brauchen. Mhm, ja. Könnte ich mitgehen. Oh Gott, ey. Ich meine, das Problem ist, er würde bei allem mitgehen. Wo gibt er denn mal irgendwo einen Widerstand? Ich meine, er geht ja mit, wenn ihn einer absticht, offensichtlich. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst. Ich habe das Gefühl, du bist eine offene Person. Und ich habe das Gefühl... Ja, ich habe das Gefühl, du bist den Arsch offen. Du bist authentisch. Also ich sehe dich so irgendwie und habe das Gefühl, ich gucke nicht vor einen Vorhang oder so. Danke. Ja, was findest du gut an ihm? Du bist nicht unsichtbar. Ich kann dich sehen. Ja. Ich glaube, du hast sogar okay. Masse. Hallo, ich bin Özlem, 32 Jahre alt und Influencerin auf Social Media. Für mich ist der Job Influencer definitiv ein Traumjob, weil man Menschen begeistern kann, Einfluss auf sie nehmen kann und sie... Ja, für ein scheiß DM-Produkt. Also ich meine, nicht mal für eine Sache, nicht mal für irgendetwas Größeres oder ein Narrativ oder eine Idee oder so. Dafür, dass sie sich eine scheiß Salbe kaufen sollen. Und das ist dann dein Lebensmittelpunkt. Es ist halt unglaublich. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so leben kann. Hab ein bisschen Würde und bewerb wenigstens einen Stift, ne? Ja, ich meine, der Stift bedeutet etwas, ne? Der Stift ist ein Symbol. Das stimmt. Sie inspirieren kann. Ich bin Karl, ich bin 23 Jahre alt. Ich wohne in einem 6 Meter Bauwagen. Ziemlich klein und minimalistisch. Ich habe alles, was ich brauche und indem ich auf Konsum verzichte, heißt das nicht, dass ich darunter leide. Aber das ist auch, weißt du, das ist doch irgendwo Kacke. Wenn du jetzt das Ökoleben leben willst und wie gesagt, dir in Norwegen da eine Hütte baust, von mir ist auch nur aus Holz, mit einfachen Mitteln, schön, schön. Aber wenn ich den Öko-Lifestyle leben will, dann will ich doch nicht in einem Kack-Bauwagen leben. So in so einer Industrieleiche sozusagen. Das ist doch irgendwie nur der halbe Weg. Warum geht man dann nicht wieder den Ganzen und lebt tatsächlich nett? Also, Das ist ja doch das, was den Leuten an der Natur wirklich gefällt. Irgend so eine Hütte in Norwegen ist halt nett. Da ist es bequem, gemütlich. Das ist ein einfaches Leben, aber es hat seinen Charme. Nein, wo wohnen wir in irgendeinem Schiffscontainer? Das ist doch... Und ich glaube halt auch, dass die wirkliche Antithese... Ich meine, ich würde auch gerne in der Natur leben, also natürlicher als in der Stadt, sagen wir es so, an irgendeinem Fjord in Norwegen oder so, ne? Aber das bedeutet nicht, dass ich darauf achten würde, wie mein scheiß CO2-Fußabdruck aussieht und wie viele Sachen ich im Supermarkt kaufe, das bedeutet halt, mir ist das egal. Ne? Jemand, dessen... Ich muss nicht drüber nachdenken, genau. Wie ein meine natürlicher Identität. Mensch ist das einfach kein Gedanke. Ja, genau. Ich bin so weit weg davon, meine Identität aus dem Konsum zu beziehen, dass ich sie ebenso nicht aus dem Nicht-Konsum beziehe. Ich konsumiere, wenn ich etwas brauche. Und es ist mir egal. Es läuft mir kein Schauer den Rücken runter. Es ist einfach nichts, was meine Identität berührt. Es spielt keine Rolle. Ja. Genau. Ich nehme von der Natur, was ich von der Natur brauche und was ich bekommen kann und mache mir keine Gedanken darüber, welche Konsequenzen das für die Natur hat, weil ich es nicht muss. Ich teste Produkte aus jedem Lebensbereich, sei es Beauty. Vereinfacht gesagt, wir haben es hier zu tun mit Identität A gegen diametral entgegengesetzte Identität B. Identität bestehend daraus, dass man sich da rausnimmt und dann für das größere Gute, ne, für die Erde und so weiter halt überhaupt nichts konsumiert. Und was wirklich interessant wäre, wäre, wir haben die Position, deine Identität basiert auf gar nichts, ist ein Lückenfüller und es füllt eine Lücke, die bedeutsam gefüllt werden könnte von X. Nation, Kultur, Familie, von anderen Sachen als deinen 2 Hunden, sagen wir es so.
Pflege, Essen, Produkte für Tiere. Also es gibt kaum etwas, was ich nicht teste. Ich habe zu Hause bestimmt weit über 1000 Produkte aus verschiedensten Bereichen für meine Tests. Ich glaube, dass Social Media einen großen Einfluss hat auf unser Konsumverhalten, weil eigentlich konsequent immer wieder Werbung uns untergespielt, untergejubelt wird. Und ja, manchmal sogar ohne, dass wir es merken. Und ich glaube, dass wir dadurch rastlos werden und zum Konsumieren angeregt werden, was vielleicht gar nicht nötig wäre. Es gab eine Zeit, da hatte Shopping einen sehr, sehr großen Stellenwert bei mir, so dass es schon fast eine leichte Kaufsucht war. Mittlerweile gehört es oft zum Job dazu. Und selbst wenn ich manchmal keine Lust habe, musst du halt neue Sachen kaufen, um sie zu testen. Mich stört das Konsumverhalten von den Menschen, die eigentlich anders könnten und von den Menschen, die es besser wissen. Ja, und das macht es langweilig. Du bist halt einfach nur ein Moralist, ne? Jemand, der moralisch dagegen ist, nicht jemand, der sich frei gemacht hat davon. Wahrscheinlich würdest du dir am liebsten auch irgendwie die neueste, keine Ahnung, Apple Watch oder irgendeine Scheiße kaufen. Vielleicht tust du das auch, wenn du nicht gerade diese Show abziehst, ne? Aber du bist niemand, der einfach einen F*** drauf gibt. Und das wäre halt das Kryptonit für diese Frau. Und von den Menschen wünsche ich mir, dass sie endlich auch Verantwortung tragen für ihr Handeln. Das wird nicht. Dann bring uns dazu, du. Spannende Geschichte. Ja, er meint ja nicht mal uns. Das Problem ist, wenn man unsere Konsumliste anguckt, ich kann das von mir sagen, ich habe wahrscheinlich einen relativ kleinen ökologischen Fußabdruck für jemanden, der immer noch in der Zivilisation lebt. Also, ich bin jetzt nicht der große Konsument. Die Dinge, die ich konsumiere, sind für gewöhnlich kostengünstig und ökologisch und dreckig. Ich denke zum Beispiel dein Autofahren. Also das Auto, das würde ja gerne wegnehmen, sicherlich. Ne? Das würde ja gerne staatlich dir rauben. Ja. Ja, spannend. Warst du schon immer so? Oder hast du dich irgendwann so immer mehr dahin entwickelt? Oder hattest du schon von klein auf diese Richtung? Oder vielleicht vom Elternhaus mitbekommen oder so? Ja, ich glaube schon, also dass ich von meinem Elternhaus, also ich habe von meinem Papa zum Beispiel immer so Werte der Nachhaltigkeit mitbekommen. Und mein Papa war immer sehr darauf bedacht, deswegen die unsere Sachen, die wir haben, gut nutzen und lange nutzen. Und habe Liebe erfahren, so in meiner Kindheit. Und ich glaube auch, dass das ein Teil ist, weswegen ich jetzt sagen kann, hey, ich verzichte. Ne? Und das ist mir auch voll wichtig zu sagen. Also in meiner Konsumkritik möchte ich nicht diejenigen kritisieren, irgendwie die es schwerer haben oder schwerer hatten, ne? Oder die konsumieren, weil es irgendwo für sie sonst nicht so nicht. Ja, ja, alles ganz weich, super doll nochmal abfedern, willst niemandem auf die Füße treten, meine Fresse, jetzt sag, was du denkst. Nicht anders geht oder irgendwas dadurch nicht erträglich wird. Also da spreche ich auf jeden Fall aus einer privilegierten Position. Also hast du auch die im Blick, wo es manchmal vielleicht nicht anders geht. Wenn der Typ ist fast nicht da. Der ist fast transparent. Also der ist ein Lufthauch und der ist existiert gar nicht. Ja, ich glaube, er meinte das wörtlich. Er meinte das wörtlich und ernst mit dem Ich kann dich sehen. Alleinerziehende Mama hast, die irgendwie Bürgergeld bekommt, da am Limit lebt, keinen Bezug zu Flohmarkt hat. Weil ja, so sehr am Limit leben die Bürgergeldbezieher jetzt nicht. Ne? Also. Ja, weniger als eine Putzfrau, ne? Manche haben ja gar keinen Bezug dazu und dann halt bei Shein für 15 Euro drei Sachen kauft, anstatt für 40 Euro einen nachhaltigen Pullover, der wahrscheinlich auch länger hält. Also ja, aber da redet ihr auch nur über zwei verschiedene Arten von Konsum. Also da redet ihr ja nicht mal über die Antithese zum Konsum, wir verzichten darauf, wir nutzen dieselbe Scheiße irgendwie, keine Ahnung, für 5 Jahre, wo sich andere Leute dann 17 Stück von kaufen in der Zeit, sondern ihr redet nur darüber, dass man noch teurer konsumieren soll, um damit ein positives Gefühl zu konsumieren, das einem angedreht wird. Ja. Ja, außerdem, ich möchte auch noch mal so eine gegenderte Sicht reinbringen. Ich mag generell keinen übertriebenen Konsum, darüber brauche ich nicht reden. Diese Luxusfetischisierung und alles finde ich ganz furchtbar, Männer und bei Frauen. Aber ich verzeihe es Frauen ein bisschen mehr, dass sie sozusagen diesen Kauftrieb in sich haben, weil das in ihnen eben drin steckt. Männer müssen asketischer leben als Frauen. Das ist eine Einstellung, zu der ich stehe. Also der Nestbautrieb quasi. Ja, genau, der Desportrieb. Natürlich muss man auch Frauen auf eine Spur führen, dass dieser demonstrative Konsum und so weiter eine ganz furchtbare Eigenschaft ist, darum geht's nicht. Aber dass das ein Ungleichgewicht ist und dass Frauen das eher in ihrem Charakter drin haben, das ist halt so. Und ich finde, das ist, das muss sich nicht ändern. Es ist wie die Eitelkeit. Man würde niemals die Eitelkeit, die für uns noch moderat wirkt, bei einer Frau, bei einem Mann akzeptieren. Also wie ist denn zu sowas zum Beispiel dein Standpunkt? Hm. Ich würde auf gar keinen Fall Menschen verurteilen, die, genau, wie schon gesagt, nicht anders können, ne? Irgendwie in strukturellen. Ja, du bist ein riesen Sch***
Ich hab's verstanden. Meine Fresse. Ich habe jetzt genug davon. Jetzt gib uns mal einen Standpunkt. Zwängen auch unseres Systems irgendwie stecken und... Ja, das hast du gesagt. Ich muss aber noch nachdenken. Ich glaube, Frauen freuen sich halt oft genuin wirklich darüber, wenn sie irgendeinen Nippes kaufen, den sie sich dann in die Wohnung stellen können, wenn das die Wohnung schöner macht. Das macht zum Teil die Wohnung auch schöner. Aber ein Mann würde das einfach nicht machen. Also ein Mann kauft sich dann erst was, weiß ich, ein Handelset oder sonst irgendwas. Oder ein Auto. Irgendwas, was einen praktischen Nutzen hat. Ja, genau. Einfach auch keine Kohle haben, um... Also da gab doch mal diese... Ach, wie ist das noch... Also da hat man eine Männergruppe und eine Frauengruppe auf so eine einsame Insel geschickt und da guckt man sich nach ein paar Wochen das Camp an und bei den Männern ist halt die Wasserfilteranlage, die funktioniert richtig gut, aber sieht im Wesentlichen so aus, als würden die noch im Urwald leben und bei den Frauen ist es schön dekoriert, aber das Wasser kann man halt nicht trinken. Tja, ich meine, der gute alte Spruch, diesem Zuhause fehlt eine Frau, ne? Sich irgendwie Fairtrade oder Bio-Sachen zu kaufen oder was mir da wichtig ist, ne, also ich kritisiere Konsum auf der einen Seite. Und das geht bei mir aber einher auch mit einer Systemkritik. Also ich kritisiere auch ganz klar den Kapitalismus. Ja, weil du auch viel zu weich dafür bist, um Leuten wirklich in die Fresse zu sagen, was du machst, ist falsch. Ne? Deswegen ist das übergeordnete böse System, oh ja, das bringt uns dazu, das verführt uns, das zwingt uns dazu. Das gibt den Leuten zu wenig Geld für lau von den arbeitenden Leuten. Deswegen müssen die ganze Zeit irgendeinen Scheiß konsumieren. Ja, das ist halt ein lächerliches Narrativ, damit du nicht wirklich für irgendwas einstehen musst. Kapitalismus, in dem wir leben, der auf Wachstum basiert, also unser Wirtschaftssystem funktioniert nur durch Wachstum und Konsum und immer weiter und schneller und höher. So, ja gut, klar, also wir können es jetzt hier ewig in der Wachstumskritik ergehen, aber auch wenn wir kein Wachstum hätten, also wenn wir das jetzt hinbekommen, dass alle Menschen genau 2 Kinder bekommen und dass wir kein Wirtschaftswachstum haben, sondern eine Wirtschaftsstagnation. Auf dem Niveau, auf dem wir das haben, wird das immer noch eine Menge Ressourcen verbrauchen. Ne? Das ist wird ein Problem bleiben. Und ich bin eher geblackpillt dahingehend, dass man den Leuten das ausreden kann. Ich denke, wir werden die Ressourcen dieser Erde so lange verheizen, bis wir was finden, was ewig hält, klar, was ich eher für unwahrscheinlich halte, oder bis es alle ist und wir durch die Not gezwungen downscalen müssen. Ich habe irgendwie eine Vision von einer Welt, die nicht mehr auf Ausbeutung beruht und in der wirklich alle ein gutes Leben haben, auch Menschen im globalen... Also das war nie der Fall. Ne? Guck dir sowas wie die Nordmänner, also die Wikinger an. Die haben in einem Zeitalter gelebt, in dem die Leute mit Ressourcen relativ gut gehaushaltet haben und trotzdem haben die nicht nur Subsistenzwirtschaft betrieben, sondern sind halt seefahrende Eroberer gewesen, die sich halt genommen haben, was sie wollten. Und wenn du denen im Weg standst, dann hast du deinen Kopf eingebüßt. Sein Ausbeutungsnarrativ von heute ist halt auch, oder gründet sich auf der Grundannahme, wir sehen, Europäer haben es besser als der globale Süden. Das heißt, die Europäer müssen auf irgendeine Art und Weise die systematisch ausbeuten. Ne? Und das heißt, im Endeffekt muss es umverteilt werden von den Europäern zu denen. Und eigentlich halt, es geht um einen großen, großen Schuldnarrativ. Er ist quasi ein Mönch einer modernen Staatsreligion. Süden. Für mich ist ein Teil davon, dass... Es ist lustig, dass er jetzt wortwörtlich eine Sekunde danach mit dem globalen Süden kommt. Ich meinen Konsum so reduziere, dass möglichst einfach nicht... Ja, du bist heute echt der Hellseher. Den DM-Hauler hast du gecallt, den globalen Süden hast du gecallt. Wir brauchen die Diskussion eigentlich, wir können auch Schlomo fragen. Keine ausbeuterischen Produkte nutze und konsumiere. Und für mich ist auch... Ich würde auch gerne mal sehen, was benutzt er denn? Was sind denn die Produkte, die er benutzt? Also ich würde gerne mal eine kleine Roomtour in seinem scheiß Wohnwagen sehen und keine Ahnung, sind das alles dann die super teuren DM-Produkte, die er wahrscheinlich gesehen hat in ihren scheiß Videos? Oder was ist das? Was heißt das überhaupt? Ja, und was ist Ausbeutung? Genau, das ist ja auch, wie findet das überhaupt statt? Aber ich will mir vor allem nicht darüber Gedanken machen. Ich habe kein Problem damit, wenig zu konsumieren. Ich will aber vor allem nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, wie beeinflusst dieser Kauf jetzt fucking das Wetter in Südostasien? Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich darüber nachdenken will, dann konsumiere, also dann würde ich lieber demonstrativ viel konsumieren. Hauptsache, ich bin davon verschont. Dieser ganze Scheiß, dass du jede Handlung deines Lebens auf moralische Korrektheit überprüfen musst, das ist dieses christliche Denken in allem. Also im negativsten Sinne. Das gefällt mir überhaupt nicht, am wenigsten von diesen Leuten. Er wirkt auch wie so eine richtig evangelische Wurst, wenn wir ehrlich sind. Ne? Es gibt diesen Christentypus, der genauso drauf ist und er ist quasi die moderne Regierungsjünger-Version davon. Ja, total. Ist halt so ein bisschen die Antithese zum Kreuzretter. Ne? Dieses Christentum gibt es auch, aber es gibt auch das andere. Ja, und das soll auch sein. Wichtig,
da Widerstand zu leisten und neue Alternativen aufzubauen. Zum Beispiel durch ein Ökodorf, wo wir auch uns die Fragen stellen, warum brauchen wir Konsum? Ja, und dann würde ich auch gerne mal sehen, ob dein Ökodorf eine funktionierende Produktion von Nahrungsmitteln zustande gebracht hat oder ob dein Ökodorf eher so aussieht wie die Scheiße damals in Chaz, hieß es glaube ich, ne, in Seattle, wo die Black Lives Matter Leute dann da irgendwie so ein kleines Feld gemacht haben und da wuchs absolut gar nichts und es war alles nur ein lächerlicher Witz. Denn ich würde raten, letzteres ist der Fall, ich würde raten, ihr seid halt ein Haufen weitestgehend fähigkeitslose Neu-Hippies, die da einfach nur sich gegenseitig einen runterwachsen darauf, wie toll sie leben und dann in den Ort nebenan fahren und da ihre ganze Scheiße kaufen. Ja, und auch was er sich da vorstellt, das funktioniert ja schon nicht mehr. Wie gesagt, das ist ja die Kaczynski-Kritik, die wir am Anfang schon gebracht haben. Wenn alle so leben und denken wollten wie er, wenn die das wirklich umsetzen wollten, würden die Menschen einfach wie die Fliegen sterben, weil uns die Nahrungsmittel ausgehen. Ich erwähne immer wieder gern Ägypten. Ägypten ist ein Land, das besteht praktisch nur aus einem Fluss und der Rest ist Wüste. Ägypten hat jeden Quadratzentimeter, den die landwirtschaftlich nutzbar machen können, nutzbar gemacht für irgendwelche Feigen- und Dattelplantagen. Und jetzt müssen sie als größter oder zweitgrößter Weizenimporteur der Welt alle Nahrungsmittel, die sie brauchen, im Wesentlichen reinkarren. Wenn irgendwann die globale Handelskette ausfällt, sitzt Ägypten mit 130 Millionen Einwohnern auf dem Trockenen und wird anfangen, sich gegenseitig aufzufressen. Dann wird Kairo Dawn of the Dead. Ich will nicht sagen, ich wünsche mir, dass das passiert, aber es wäre bestimmt ein Anblick für die Götter. Und an den Punkten, wo wir konsumieren wollen, wo wir das Gefühl haben, ich brauche jetzt was von außen, wie können wir da gucken, hey, was brauche ich eigentlich wirklich so? Und ich glaube, ganz häufig ist es eigentlich dann irgendwie eine Umarmung oder ein schönes Gespräch. Ach, nein, die Identitätslücke, die diese Frau hier ohne Familie mit 30 Hunden füllen will durch ihre scheiß DM-Produkte, die kann nicht gefüllt werden durch euer lächerlich seichtes Konzept der universellen Liebe. Denn das ist Scheißdreck. Das bedeutet gar nichts. Was etwas bedeutet, ist Familie. Was etwas bedeutet, ist Nation, ist Kultur. Das sind die Dinge, die den Leuten fehlen. Nicht euer Scheißdreck. Ein höheres Gut. Etwas, woran die Leute glauben. Ein Ideale, die heute nicht mehr existieren, abseits von ich dusche mich mit der scheiß Bio-Kernseife. Ne? Auch deine Ideologie kann nicht das füllen, was diese Frau zu füllen versucht mit DM-Pasten. Oder Zeit alleine und Rasten. Ja, es ist halt, also das kam ja schon in Fight Club vor, ne? Da wurde ja auch Kritik an dem Konsum geübt, aber auf der anderen Seite war für den Protagonisten ja eben am Ende auch nicht die Lösung, in diesen ganzen Kack-Selbsthilfegruppen rumzujammern, in denen sich die Leute nur die ganze Zeit erzählen, wie schrecklich das Leben ist und wie weich sie alle geworden sind, ne? Und das, also, dass das nicht die Lösung ist, dass halt Bomben bauen und sich mit dem System anlegen, die der bessere Ausweg ist. Ruhe. Das System, das lustigerweise predigt, genauso zu leben, wie er lebt. Ne? Oder auf jeden Fall sich schuldig zu fühlen, dafür nicht so zu leben und gleichzeitig Sklave zu sein von dem neuesten Videospiel, neuesten Entertainment-Produkt und der neuesten, wie gesagt, Google-VR-Brille. Was sind Punkte, wo du gerne konsumieren würdest oder wo du vielleicht jetzt das Bedürfnis hast, von dem du vorhin gesprochen hast? Du läufst an einem coolen Kuchenladen vorbei, es duftet total toll nach Kuchen, den du nicht backen kannst. Ja, ich glaube, bei mir ist es eher anders. Also ich habe das Gefühl, ich möchte konsumieren, wenn ich nicht gut bei mir bin, also nicht gut in Kontakt zu mir bin. Also wenn ich irgendwie 40 Stunden lang gearbeitet habe, eine Woche lang, Lohnarbeit und habe irgendwas gemacht, wo ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hatte und habe es trotzdem weitergemacht. Und dann ach komm, damit kommst du jetzt nur, damit du das Ganze wieder in deine antikapitalistische Erzählung einbetten kannst. Dass, wenn die Unterdrückung durch das Kapital aufhört, dann wird der Konsumismus weggehen. Absoluter Bullshit. Der Konsumismus wird weggehen, wenn die Leute wieder eine ernsthafte, eine bedeutungsvolle Identität haben. Dann nach dieser Woche, dann merke ich so, irgendwo merke ich da ein Loch in mir und dann tendiere ich auch. Ja, ja, es ist quasi so ein Balken wie im Videospiel von Konsumdrang, der sich füllt mit der Anzahl von Stunden, die man Lohnarbeit verrichtet hat. Das ist so ein leerer Bullshit. Dazu irgendwie dieses Loch zu füllen, ne? Irgendwie mehr Sachen zu kaufen oder irgendwie was Besonderes zu machen, ins Kino zu gehen und irgendwie Chips zu essen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo auch wieder das systemische Problem eigentlich. Ja, und deswegen machst du diesen Punkt und nicht, weil das eine ehrliche Erzählung aus deinem Leben wäre. Du machst diesen Punkt, weil das ineinander greift, weil du halt einfach nur ein Skript auswendig gelernt hast. Tragendes, ne? Und wo ich sage, hey, warum
partizipieren wir immer weiter in einer Gesellschaft, in der so viele Menschen immer wieder so an dieses Limit kommen, an dem sie ihre Bedürfnisse durch Konsumieren stillen. Aber glaubst du nicht, dass... Redest du eigentlich? Also bis jetzt hast du beschrieben, wenn ich 40 Wochen, Stunden gearbeitet habe, will ich mal was anderes machen. Ja. Ja? Und weil man in unserer Welt für die meisten Dinge halt irgendwie bezahlen muss, musst du dann konsumieren. Aber schön, dass... Wenn es jetzt den großen Kommunismus gäbe und du das dann umsonst bekommst, das hat ja keinen geringeren ökologischen Fußabdruck, wahrscheinlich jetzt einen höheren. Ich meine, die Sowjetunion hat das Problem einfach dadurch gelöst, dass man die Dinge dann in mangelnder Qualität hergestellt hat, mit Fabriken, die dreimal so viel Benzin gebraucht haben für alles, und es gab halt trotzdem keine Preise. Also ja. Die Sowjetunion ist ein astreines Beispiel dafür. Das Wirtschaftssystem war so ineffizient, weil es gab keinen Markt, es gab keine Preise. Jede Fabrik hat sich an andere Standards gehalten. Da musste die andere Fabrik, also zum Beispiel, das habe ich letztens als gutes Beispiel gehört, Stahlbalken. Wenn du Stahlbalken herstellst auf den freien Markt, so, dann produzierst du irgendwas und wenn die Stahlbalken nicht abgenommen werden, weil die falsch normiert sind oder sonst irgendwas, dann kannst du ja nicht verkaufen. Das heißt, du passt deine Stahlbalkennormierung an das an, was die Leute kaufen wollen. In der Sowjetunion gab es aber keinen Markt. Das hat dazu geführt, dass jede verdammte Stahlfabrik irgendwelche Stahlträger mit einem verschiedenen Format rausgebracht hat und man den Leuten, den Stahlträger braucht, nur irgendeinen wilden Range anbieten konnte von wir haben zwischen diesen und diesen Größen hier, jetzt macht mal was draus, ja? Und das führt halt dazu, dass die Leute, die das dann abnehmen, die Stahlbalken total erst runterschleifen mussten, damit die richtige Größe haben. Also ein wunderbar effizientes System. Ja, und das kommt genau dabei raus, wenn du Preise und Konsum abschaffst, aber trotzdem doch irgendwas produzieren musst, damit die Leute wo wohnen können. Und wenn du Familie abschaffst, ne? Ich meine, was würde bedeutungsvoller dein Leben machen nach der 40-Stunden-Woche, wenn du dich dann kümmern kannst, dann etwas weitergeben kannst an deine eigenen Kinder, die du ernährst mit dieser Tätigkeit, ne? Was würde auch dieser Tätigkeit mehr Bedeutung geben? Oder wenn du dann nach Hause kommst zu deinen zwei Hunden und zu deinem sterilen Ehemann, wahrscheinlich schon mit einer Vasektomie versehen oder so, und dann mit dem, keine Ahnung, da das große Hundekuscheln im Bett machst und danach irgendein schönes Brunch isst, ne? Was würde dem mehr Bedeutung geben? Aber Familie darf natürlich auch nicht sein. Darf natürlich auch nicht das Problem sein, dass es weggegangen ist, denn das ist ja auch Haram. Das ist ja auch, also seine Ideologie ist ja im Kern die Klimaideologie gepaart mit Intersektionalismus, gepaart mit Antikapitalismus und die Klimaideologie verlangt, dass wir uns ausrotten. Manchmal das Bedürfnis, was man hat, durch Konsum gestillt werden kann. Also wenn ich jetzt Lust auf einen Kuchen habe und dann hole ich mir ein leckeres Stück, dann freue ich mich. Voll, so, ja. Zum Beispiel. Jetzt beim 10. Oberteil oder so nicht. Aber es gibt ja Konsumgeschichten, die machen einen schon happy. Und dann möchte ich halt einen Kuchen, dann will ich auch keinen Knuddel oder irgendwie knutschen, sondern was Das sind die politischen Debatten, die philosophisch-politischen Debatten im 21. Jahrhundert. Wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann freue ich mich. Das bedeutet doch, dass Konsum auch gut sein kann, weil das macht mich dann so glücklich, das Stück Kuchen. Naschen. Ja. So, oder wenn ich jetzt ein Buch sehe, was machst du, wenn du ein Buch siehst, was du super spannend findest? Ja, okay, du könntest es dir wahrscheinlich leihen. Mhm. Also... Genau, mit dem Buch. Also ohne Scheiß das Niveau. Ne? Ich wohne im Ökodorf Siebenlinden mit 150 Leuten zusammen. Ja. Ich schreibe eine Mail, so schreibe, hey, hat jemand dieses Buch über? Und meistens gibt es das Buch. Ja, weißt du, da habe ich aber kein, also das ist wieder, ich habe keinen starken Konsumtrieb, aber ich habe einen starken Unabhängigkeitstrieb. Ich will nicht die ganze Zeit den Bittsteller spielen und mit Leuten verhandeln, wenn ich einfach ein Kackbuch habe, ja. Ich will es haben. Und dann kaufe ich es mir. Ich brauche nicht viel in meinem Leben, aber ich habe keinen Bock, aus allem eine Verhandlung zu machen und auf 150 Leute angewiesen zu sein, mit denen ich dann erst das basisdemokratisch entscheiden muss. Das gibt es nicht. Ich entscheide das und Ende. Ja, und da greift es wieder ineinander mit dem, was Technokraten wollen, mit dem, was Leute wie beim World Economic Forum wollen. Ne? Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Die Leute sollen sich zufrieden geben damit, sollen halt in einer noch kümmerlicheren Existenz zufrieden sein. Dann mit Konsum ohne Besitz. Ne? Und das ist, worin es dann wirklich mündet. Auch seine Sparte kämpft auf jeden Fall nicht effektiv gegen Konsum. Sie kämpfen gegen Besitz. Das ist ein Unterschied. Ja. Irgendwo schon. Und ich finde es aber auch total legitim, sich ein Buch zu kaufen. Und ich finde es auch total legitim, sich ein Stück Kuchen zu kaufen. Dann haben wir das ja auch geklärt. Ich habe gerade auch, als ich hier gewartet habe für den Dreh, habe ich mir... Das ist doch total legitim, so bei einem DM-Hall richtig aus sich herauszugehen und sich 800 verschiedene Produkte zu kaufen. Also eigentlich finde ich das alles okay, aber ich lebe in einer Gemeinde in einem Bauwagen mit 150 Leuten, die gegen Konsum sind. Ich finde es auch total legitim, sich einen eigenen Privatjet zu kaufen und dann, keine Ahnung, von Hamburg nach München zu fliegen und wieder zurück, wenn man Bock hatte auf eine schöne Brezel aus Bayern. Das ist total legitim. Also auf jeden Fall, wenn nach der Lohnarbeitwoche und der Kürzung des Bürgergeldes man halt so frustriert ist, dass man das machen muss. Was die Leute erst dazu bringt. Einen Kaffee gekauft. So. Hast du das Twitter-Ding gesehen über die Privatjets in Las Vegas? Nee.
Also, es war am Wochenende irgendwie Super Bowl in Las Vegas. Hm? Und du konntest danach sehen, es gibt da so kleine Flugkarten. Taylor Swift habe ich mitbekommen. Genau, sie ist irgendwie geflogen von, ja, sowas wie Hamburg nach München, ne? Genau, aber du kannst auf so Karten ja sehen, also diese ganzen Flugzeuge sind ja frei zugänglich registriert und du kannst halt sehen, wie die fliegen. Und du hast halt gesehen, nach dem Super Bowl sind aus Las Vegas einfach keine Flugzeuge mehr reingeflogen, sondern 800 Flugzeuge rausgekommen. Das sind halt die ganzen Privatjets gewesen von den Arschlöchern, die uns dann erzählen, dass man nicht konsumieren soll. Ja, und dann Las Vegas war einfach dieser kleine Spawn-Spot, aus dem da irgendwie Flugzeuge in alle Richtungen geflogen sind. Das war nett. Ich hab den Kaffee getrunken. Auch in dem Wissen so, ne, dass es kommt gerade von aus Südamerika und wird hierher geschifft. Manchmal geht's auch nicht ganz. Oder manchmal ist dann das Bedürfnis einfach da und ich wollte im Warmen sitzen. Ja, ihr habt doch euer Ökodorf, wo sicherlich alles super funktioniert. Ne, ihr baut doch da sicher alles selber an. Ihr habt doch sicher auch eine kleine Kaffeefarm. Da habe ich mir einen Kaffee gekauft. So. Ich finde es aber auch gut, dass du nicht extrem bist. Dass du jetzt nicht sagst, nee, ich trinke keinen Kaffee und nur in meinem... Ja, er ist zu weich dafür. Es liegt nicht daran, dass er nicht radikal genug dafür wäre. Er ist einfach, er hat nicht den Mut, so extrem zu... Also, wenn man in ihn das Naturell der militanten Veganerin reintut, dann würde er hier sitzen und sagen, aber darf es in den Flieger gehen? Darf es in den Urlaub fliegen? Darf es? So würde er dann da sitzen. Ja. Ne? Es liegt an seinem Naturell, nicht an seinen Überzeugungen oder seinem Moderatsein. Wieder. Ja, auch die Islamis, die sind ja auch ganz anders. Also wenn der islamische Staat irgendwo herrscht, da gibt es keine große Verhandlung. Ja? Da wird der Zeigefinger gehoben und wenn du dich halt an deren Konsumvorstellung nicht anpasst, dann fliegt die rüber. Ja, und wenn die Leute, deren Produkt er ist, bekommen, was sie wollen, da gibt es da auch keine Verhandlung mehr. Dann kriegst du die Scheiße einfach nicht mehr oder so teuer, dass nur noch der Kreis von Lenkern, der dann die Gesellschaft beherrscht, sich das leisten kann. Der verwendbaren Becher, also dass du da noch sehr offen bist. Meine Fresse. Wie gesagt, es wäre eine interessante Frage, welche Identität gestopft werden soll, welche Identitätslücke gestopft werden soll durch ihre scheiß 800 Euro DM-Produkte. Das könnte man da erörtern. Das wurde abgehakt mit Lohnarbeit. Bei ihr, also in seinem Narrativ ist Lohnarbeit und zu wenig Arbeitslosengeld das, was die Leute in den Konsum treibt. Bei ihr, ihr Job ist es, die Scheiße zu kaufen und offenbar liebt sie das und offenbar bezieht sie daraus ihre gesamte Identität. Also ist sie schon die Negierung von seinem Narrativ. Und stattdessen reden wir jetzt darüber, ob man einen fucking Kaffeebecher wiederverwendet. Anstatt jetzt nur schwarz und weiß, weil es gibt grau. Das ist halt das Ganze daran. Ja. Du führst ein Leben. Ja, ich meine, auch das mit dem Kaffee, das beste Beispiel sind ja die Strohhalme. Du hast ja in Deutschland nur noch diese ekelhaften Pappstrohhalme, die nicht richtig funktionieren, die dann zusammenkleben, die auch ein unangenehmes Mundgefühl erzeugen, für absolut nichts. Plastikstrohhalme sind nicht das Problem der Welt. Wie gesagt, wir haben das ja schon tausendmal besprochen. Es ist im Endeffekt nur ein, hey, guck mal, was wir machen können. Genau wie mit den scheiß neuen EU-verordneten Deckeln, die ich nicht mehr von der Flasche abmachen kann. Es ist absolut unglaublich. Ja. Es ist halt nur, hey, guck mal, wie weit wir in dein Leben reinregieren können und du, kleiner Wichser, kannst nichts dagegen tun. Ja. Während du dann auf der anderen Seite der Welt, du hast ja auf Twitter jede Menge Videos davon, da siehst du ja, wie das zugeht, wo du einfach offene Müllplantagen hast, wo Tausende und Tausende von Tonnen von Plastik rumliegen, die dann weggeweht, ins Meer geweht werden. Oder in Dubai, wo du dann bis zum Horizont irgend so ein Reifenfeld hast, das dann mal anfängt zu brennen und ich weiß, was weiß ich, die den Himmel schwarz färbt oder sonst sowas. Aber Hauptsache, wir haben hier einen fucking Deckel, den man nicht mal von der Flasche abbekommt. Soweit ich das jetzt beurteilen kann, nachdem ich mich manchmal sehne. Mhm. Also, ich fand das sehr schön, dass du rastlos gesagt hast. Ich gucke zum Beispiel seit über 10 Jahren kein öffentliches Fernsehen, bin aber durch meinen Job permanent mit Medien konfrontiert. Mit Produkten, mit Recherche, mit Konsum. Und das macht schon rastlos. Du musst dich ja wahnsinnig frei fühlen, würde ich jetzt denken. Ja. Also, weil das erdrückt einen ja manchmal. Ich merke... Schön, dass wir darüber mal geredet haben. Dass ja manchmal, du kaufst Sachen und ich kaufe zum Beispiel Ordnungsboxen, um die Sachen reinzuordnen, aber dann hast du ja wieder eine Sache mehr und das ist manchmal so. Das Ding ist auch, man hat nicht das Gefühl, dass sie ist doch ein echterer Mensch als er, was ironisch ist, ne, weil sie so ein Konsumopfer ist. Man hat nicht das Gefühl, dass sie da mit einem echten Menschen redet, sondern einfach nur mit einem Honigkuchenpferd, das grinsend da sitzt und irgendwie versucht, die Leute einzulullen in seine Scheiße, ne, ohne dass wirklich Wahrheit in ihm stecken muss. Das ist einfach nur die was er sagt. Konfliktvermeidung in Menschenform. Das ist er doch.
Also der hat eine schwache eigene Position, aber er ist ja nicht bereit, für irgendwas Konflikt einzugehen. Ja, und er will halt einfach nur die Leute so grinsend da reinziehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er, wenn ihm eine Frage hier gestellt wird, wirklich in seinem Kopf nach der wahren Antwort sucht. Er sucht nach der Antwort, die gerade passt. Er sucht nach der Antwort, mit der er die Leute einlullen kann in seiner Scheiße. Ne? Und ich glaube, sie ist da noch echter als er. Ja, das ist auch generell ein Problem unserer Zeit. Der Distributist hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt, das ist in Frauen eher vertreten als in Männern, aber auch in vielen schwachen Männern tritt es auf, dieses Mindset, zu sich zu fragen, was ist wahr, was ist tatsächlich der Fall, und das Mindset, sich zu fragen, welche Meinung kann ich vertreten, ohne Ärger mit der Gruppe zu bekommen? Was ist erlaubt zu denken? Und also aus historisch, evolutionär nachvollziehbaren Gründen tendieren Frauen mehr dazu, dieses gruppenvalide Denken auszubilden, weil sie höhere Kosten zu zahlen hatten, wenn sie von der Gruppe verstoßen werden. Aber in unserer Zeit führt das halt dazu, dass der ganze, also wenn du das zu dominant werden lässt, dass der ganze Diskurs sich nicht mehr darum dreht, was tatsächlich Sache ist, sondern was man nur noch denken darf, was erlaubt ist, womit man sich von der Gruppe unterscheidet und womit man sich unmöglich macht. In anderen Worten, sie, die 800-Euro DM-Hall-Influencerin, hat ein gesünderes Maß an Männlichkeit in sich als er. Wenn ich mit einem von beiden ein Bier trinken gehen müsste, ich würde sie nehmen. Ja, gut, klar. Türkin, ne? Also, das steckt doch ein bisschen Blutserinnerung drin an andere Zeiten, nehme ich an. Oder an andere Gesellschaften. Also, da kann ich mir vorstellen, dass du dich voll frei fühlst von dem, was du so erzählst. Ja, ich glaube, ich kann die Freiheit schon empfinden. Die empfinde ich, wenn ich irgendwie... Ja, aber du hast recht. Also, man hat erhebliche Kritik an beiden, aber man ist ihr näher als ihm. Ja, weil sie echter ist. Weil er halt fake und schwach und ja, halt so schwach. Also die Fakeness und die Schwäche, die geben sich halt die Hand. Ne? Es ist halt beides irgendwie ein Konglomerat, wo eins das andere bedingt. Hier und alles, was ich... Ja, du kannst ihn halt umpusten. Wie gesagt, ist durchsichtig ist der. Mitnehmen. Also, fast ist er ja wortwörtlich durchsichtig, aber er ist auch metaphysisch durchsichtig. Ja, stimmt. Es wird fast so, als hätte irgendein Make-up-Typ versucht, seine Hautfarbe anzugleichen an diese komische graue Vorhang-Sache. Was passt in irgendwie ein kleines Auto. Ich muss mich nicht um so viele Sachen kümmern. Ne? Also ich habe irgendwie meine Sachen, die bei mir rumliegen, und ich weiß, wo was ist. Ich brauche eigentlich keine Sortierbox. Wieso wirkst du dann eigentlich wie die Antithese zu Tyler Durden, ne? Du wirkst nicht wie der Typ, der sich irgendwie mit so einem fucking Messbecher Bier in der Hand in der Bar einem nahelegt, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Du wirkst wie ein Typ, der großen äußeren Zwängen ausgesetzt ist, der größeren, auf jeden Fall äußeren Einflüssen, einem gefallen wollen gegenüber allen anderen Leuten. Du wirkst nicht frei. Du wirkst überhaupt nicht frei. Weil ihm völlig das wölfische Mindset fehlt. An irgendeinem Punkt musst du, also systemische Parameter zu kritisieren ist eine Sache, aber an irgendeinem Punkt musst du auch wieder zu dir zurückfinden und sagen, ich mache, was mir gefällt, und ich denke nicht darüber nach. Ich muss nicht die ganze Zeit darüber nachdenken. Ich gestalte mein Leben und diese Welt, wie ich es für gut und richtig halte. Und dieses Element fehlt ihm halt. Und dadurch ist er ständig von diesen äußeren Parametern beeinflusst, von denen er einfach nicht vorzukommen scheint. Ja. Sie wirkt freier als er. Sie, das Konsumopfer. Ja, weil er mehr Wölfisches hat. Wie gesagt, mehr Ich-Bezogenes. Wirkt freier als er, weil er halt einfach nur angepasst halt in Person ist. Das bedeutet nicht, dass Konsum einen frei macht. Im Gegenteil. Sie wäre freier, wenn sie nicht diesen Lebensweg gegangen wäre. Aber er ist den Lebensweg der absoluten Angepasstheit und des Gefallenwollens gegangen. Und deswegen ist er die Unfreiheit in Person. Es wäre nur noch die Kirsche obendrauf, wenn er seine Freizeit verbringen würde mit den neuesten Smartphone-Spielen. Ja, und wenn ich irgendwas nicht mehr brauche, dann gebe ich es weiter und gebe es wieder in Umlauf irgendwie. Eigentlich wünschst du dir ja irgendwie auch eine mehr simple Struktur und nicht so viel Konsum, nicht so viele Sachen. Warum machst du es nicht einfach? Also warum, vielleicht ein bisschen provokant ausgesprochen, tust du dir das an, so, dass du dich mit Produkten überhäufst, die du eigentlich gar nicht brauchst? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die zusammenhängen. Ich habe so einen kleinen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein armes Kind-Komplex-Ding im Kopf. Also ich hatte mal wenig. Ich glaube, dass das sehr real ist. Ich glaube, dass Leute, also das ist ja die linke Theorie immer, dass arme Leute dann am Ende wirklich bescheiden sind, weil sie Bescheidenheit gelernt haben. Ich glaube, das ist das andersherum. Ich glaube,
arme Leute, wenn sie da mal Geld haben, und das sieht man ja auch oft bei Lottogewinnern oder sonst irgendwas, lassen es richtig krachen, um das alles wieder auszugleichen. Du musst, wenn du bescheiden sein willst, den Leuten eine Philosophie des Verzichts, der Askese mitgeben. Ja. Du musst in ihnen das aristokratische Mindset fördern und dann sind sie von sich aus bescheiden, weil sie höhere Ziele haben. Aber nur weil du einfach nichts hattest, wirst du nicht bescheiden. Eher im Gegenteil. Ja, ich habe mal einen klugen Mann sagen hören, ich komme aus Mannheim, ich habe alles Geld, ich habe mehr Geld als Pablo Escobar und meine Eier sind am Platzen. Ne? Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen bei unseren neudeutschen Freunden teilweise. Und jetzt kann ich haben, was ich will und manchmal denke ich, das ist so dumm. Es ist so, aber innerlich ist dann manchmal dieser Trieb und durch meinen Job, da ich halt Produkttesterin bin, kannst du das nicht einfach außen vor lassen. Und auch da, wie gesagt, da sind wir bei dem Realness-Ding, das wir gerade besprochen haben. Sie hat einen wesentlich größeren, oder sie will auch einen größeren Zugang haben zu dem, was sie eigentlich zum so Ticken bringt. Ne? Ich glaube, der Typ hat zu sich selber überhaupt keinen Zugang. Also ich glaube, er könnte selbst mit einer Wahrheitspille nicht zusammenfassen, warum er eigentlich so tickt, wie er tickt und warum er eigentlich macht, was er macht. Also ich weiß auch, dass ich super vielen Menschen helfe, dass sie jetzt sich keinen Schrott kaufen. Aber natürlich inspiriere ich sie auch dazu, sich etwas vielleicht zu kaufen, was sie noch nicht kannten, was ich ihnen empfehlen kann, weil sie halt auf meine Meinung vertrauen. Was fandest du am erschreckendsten bei meinem Video? Das Problem ist, sie ist eigentlich schlecht gewählt für das Ganze, weil sie kann immer die Ausrede bringen, sozusagen die plausible Ausrede, das ist halt mein Beruf. Also selbst wenn ich keinen Bock habe zu konsumieren, mache ich es halt trotzdem, weil ich dafür denn das Geld bekomme, um meinen Lebensstandard und meine Zukunft zu sichern. Und halt, so funktionieren ja die klassischen Konsumopfer nicht. Die klassische Konsumopfer ist irgendeine Mandy, die genau. Den Kredit aufnimmt, um dann Dinge zu kaufen, die sie da wirklich nicht mehr braucht. Also das ist ja noch was anderes. Absolut. Übrigens, seine Grinsefresse, wenn man das untere abschneiden würde, von diesen, unglaublich sanftmütig dreinblickenden Augen, dann wäre das der perfekte Joker, ne? Das wäre so dieser alte Comicbuch-Joker. Oder am so, wow. Ich glaube, so am erschreckendsten fand ich, dass du ja selber davon gesprochen hast, ne? Du hattest irgendwie eine Konsumsucht oder eine Kaufsucht. Und ich glaube schon, dass Social Media und InfluencerInnen ist halt, man muss einfach anfangen zu lachen, wenn die damit kommen. Ne? Es ist halt, ab dem Punkt, wo jemand so spricht, kann man ihn nicht mehr ernst nehmen. Er hat sich offenbart als jemand, der die Geisteskrankheit der heutigen Zeit, die von den heutigen Eliten gepredigte Geisteskrankheit, komplett gefressen hat und als Mensch nicht mehr auf rudimentärster Ebene ernstzunehmend ist. Ja, er hat den kompletten Kotau von der Macht, vor der Macht vollzogen. In einem Maße, dass er seine eigene Sprache reguliert, um den Regeln der Macht und des Systems gefallen zu wollen. Ja, das ist eine üble Sache. Die ja für ihre Werbung bezahlt werden, dass sie ganz viele Bedürfnisse überhaupt erst erwecken. Ich glaube, da ist ganz viel dabei, was wir eigentlich nicht bräuchten. Das ist auch was, also wie sehr ich in Konflikt mit dem rechten Lager kommen würde, wenn die anfangen, mir Worte vorzuschreiben. Also jetzt nicht nur irgendwo mal ironisch, ne? Benutzt nicht so viele Deutsch-Englisch-Wörter, also im Endeffekt, sondern so richtig harte Sprachregeln. Und sonst bist du halt ein böser Mensch. Ne? Sonst kooperierst du quasi mit dem Feind. Und erschreckend finde ich dann zu sehen, genau, dass du selber so das Gefühl hast, du hast darunter gelitten, unter diesem Konsum. Und jetzt aber irgendwo auch ein Teil bist. Ne? Also als Influencerin hast du meiner Meinung nach auch eine Verantwortung. Irgendwann habe ich gemerkt, und das versuche ich meinen Followern auch transparent mitzugeben, dass du kannst eine gewisse Ruhe und einen gewissen Frieden nicht von außen bekommen. Also das kannst du nicht durch Handtaschen oder Make-up oder irgendwas gut machen, sondern das musst du in dir finden. Und das versuche ich denen oft zu vermitteln. Und auf der anderen Seite liebe ich zum Beispiel Flohmärkte. Und um es einfach mal grob zu sagen, ne? Einfach mal kramäßig frei heraus, sie könntest du reparieren, indem du ihr einfach einen Braten in die Röhre schiebst. Es gibt keinen den Typen reparieren. Den Typen kannst du nicht reparieren. Und Secondhand. Und nehmen die damit, um den da Nachhaltigkeit näher zu bringen, weil das ist etwas, so eine Stellschraube, an der ich drehen kann. Ja, aber wir müssen natürlich auch sehen, warum hat sie keine Kinder, ne? Weil dieser Dink-Lebensstil, also Double Income, No Kids, halt für Konsumaufrechterhaltung günstig ist. Du kapitalisierst deine Arbeitskraft voll, du musst nichts abgeben, du hast keine weiteren Verantwortungen, du hast keine Zeit einbußen und so weiter, ne? Deswegen ist Konsum nicht gut für Kinder. Aber der türkische Konservatismus muss ja noch irgendwo in ihr drinne sein. Also ich sag, wenn der Mann auf einmal andere Töne, was das betrifft, anschlägt und wirklich drängt in die Richtung, würde sie wahrscheinlich irgendwann mitgehen. Und das wäre dann das Beste, was jemals passiert wäre. Ja, das Problem ist, ich hab so ein bisschen
häufiger schon die Beobachtung gemacht, sie ist eine relativ resolute Frau, mhm, dass relativ starke Frauenpersonen sich relativ schwache Männerpersonen suchen und relativ schwache Frauenpersonen relativ starke Männerpersonen. Also, Wellberg hat das gut zusammengefasst, ne? Kein Mann ist ganz, ich hatte das ja schon mal gesagt, kein Mann ist ganz Mann, keine Frau ist ganz Frau, aber wenn sich zwei finden, bilden sich für gewöhnlich einen kompletten Mann und eine komplette Frau. Und das habe ich schon sehr häufig in meinem persönlichen Umfeld beobachtet, dass da eine gewisse Komplementarität vorliegt. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht immer so vulgär, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, aber manchmal, wenn der Mann eine ruhigere Seite hat die Frau eine aufbrausende Seite und so weiter und so fort. Es ist selten, dass du dann zwei Eigenschaften in zwei Individuen voll ausgeprägt hast, weil, ich nehme an, die sich darüber oft in den Haaren legen würden. Das kann man sich auch vorstellen. Also, wenn das zwei Leute sind, die sehr darauf erpicht sind, Recht zu haben, wird das eine schwierige Beziehung. Tja, und im großen Bilde gesprochen, sind wir da wieder bei der Frage, was hat's dir gebracht, ne, in den westlichen Liberalismus integriert zu werden, mit mehr Wohlstand und so weiter. Ja. Es hat deine Blutlinie ausgerottet und dein Leben leer gesaugt. Ich gucke immer nach weiteren Möglichkeiten, bei der Masse an Konsum, die bei mir durch meinen Job da ist, auch Wege zu finden. Ich bin zum Beispiel Deutschlands größte Adventskalender-Spezialistin. Das heißt, ich packe jetzt dieses Jahr über 350 Adventskalender aus. Amateur. Kind, wer keine 400 auspackt. 20 Türchen. Ja. Sie kann praktisch aus dem Jahr einen Adventskalender machen und jeden Tag aus ihrem großen Meta-Adventskalender einen Adventskalender nehmen und dir dann bewerten. Toll. Was da zum und das sind dann irgendwie Schminke-Adventskalender oder wie? Oder erklärt das, warum ihre Figur auch so ein bisschen aus den Fugen geraten ist? Beispiel rauskommt. Sie hat einen Adventskalender basierte Ernährung. Und da habe ich zum Beispiel überlegt, die Inhalte. So eine Nahrungspyramide stellt sie dann gerade um. Die Adventskalender, die sind das Fundament von allem. Werden verlost, die Tierkalendersachen an Tierheime. Das entwickelt sich auch mit der Zeit. Aber auch nur, wenn man offener ist. Ich bin aber auch offener für jemanden, der... Was soll ein fucking Tierheim mit einem Tier-Adventskalender? Ich hatte auch schon so einen Scheiß, ne, für meine Katze. Und das ist halt für den Halter, sind wir ehrlich. Das sind halt kleine Spielzeuge drin oder Essen oder so. Das ist für den Halter. Wenn du den Tieren im Tierheim was Gutes tun willst, dann kauf denen einfach im Balk und damit wesentlich weniger überteuert als in diesen scheiß Kalendern leckere, keine Ahnung, Filets oder irgendwas halt leckerli-mäßiges Herzen, Hühnerherzen, irgendwie sowas. Ne? Damit können die was anfangen, ja. Nicht mit diesen scheiß Adventskalendern. Der so wie du frei vom Herzen auf mich zukommt und sagt, ey, so mache ich das. Wie sieht's da bei dir aus, anstatt jemanden, der mir was aufzwängen möchte und ein Extrem von mir möchte, was gar nicht realistisch ist. Ich habe das Gefühl, du siehst irgendwo auch Konflikte in deiner Arbeit und bist da offen für Lösungen. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ja, ich habe das Gefühl, du bist ein Schleimiger. Und versuchst alle irgendwie reinzugaslighten, reinzuschleimen in deine Weltsicht. Und du bist jetzt an der Stelle und sagst, okay, das sind jetzt diese 350 Adventskalender und ich schaue jetzt wenigstens, dass aus diesen Kalendern der qualitativ beste an die KonsumentInnen geht. Also ich zeige ihnen dann, was sich lohnt und was nicht, weil, ja. Also wir reden ja auch von Kalendern, es gibt weitaus mehr, ich habe jetzt nur diese knapp 350 getestet. Das Ding ist, bei Adventskalendern ist es ja insbesondere unwichtig, was da eigentlich wirklich drin ist. Es geht ja um das Symbol, es geht ja, also der Weg ist ja das Ziel von so einem scheiß Adventskalender, ne? Es geht ja um das Ritual. Insofern ist das eigentlich insbesondere egal. Von 50 bis 300 Euro, wo ich auch sage, ich als jemand, dem es finanziell nicht schlecht geht, 300 Euro für einen Adventskalender? Genau, diese Absurdität, ne? Diese Absurdität des Kapitalismus, in dem wir leben, das irgendwie... Ja, und hier wieder sein einziger Talking Point. Oh ja, Kapitalismus blöd, oh, nur wegen Lohnarbeit. Wegen Lohnarbeit und zu wenig Hartz IV kaufen die Leute sich einen 400-Euro-Adventskalender. Ja, genau, aber was hat das mit Kapitalismus an sich zu tun? Also Kapitalismus streitet nur das Wirtschaftssystem. Gier und Material und Konsumsucht. Das ist ja ein menschliches Universell. Also das hat es ja auch schon in antiken Gesellschaften gegeben, in merkantilistischen Gesellschaften. In der verdammten Sowjetunion, wo es keinen Markt gab, haben die also alle, die das konnten, die irgendwie ins Ausland kamen, weil sie dafür eine Genehmigung hatten, oder die so hoch standen, dass wir jemanden ins Ausland schicken konnten, haben das regelmäßig getan. Dann haben sie in der Sowjetunion ihr Öl produziert und verkauft und von den Devisen haben sie ihre Leute losgeschickt, die dann in Berlin oder in Paris oder in London sich einen hübschen Mantel gekauft haben, um das den Sowjetbonzen zu bringen. Also Gier gab es auch da schon. Es kocht ja runter auf ein sehr einfaches Rezept.
Du musst den Leuten bedeutungsvolle Identität geben, / lassen. Ansonsten wird es komische Blüten treiben, wie sie versuchen werden, das Ganze zu ersetzen. 300.000 Adventskalender hergestellt werden, die teilweise 300 Euro kosten. Und ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit und wir sehen dieses Problem. Und das ist einmal dieses strukturelle Problem, was ich ändern möchte gerne. Und ich glaube, wir können aber auch an einem anderen, also auf dem Konsum, auf dem individuellen Weg, zumindest aussteigen. So, die totale Planwirtschaft kam noch nie so passiv und harmlos daher. Was ich ändern würde gerne, das strukturelle Problem, also dass Kapitalismus auf ist. Und ich würde einen Schritt vor dir aussteigen, weißt du? Also ich würde... Wegen diesem verdammten Adventskalendern. Kann ich erst diese Masse von Adventskalendern zu mir nehmen und dann gucken, wie kann ich das jetzt nachhaltig verwenden? Also meiner Meinung nach ist es sinnvoller, bevor dieses Problem produziert wird, anzusetzen, zu sagen, hey, ich brauche das nicht. Oder ich baue mir meinen Adventskalender selber und mache da... Ja, das Problem ist, sie braucht das auch nicht. Sie macht das ja nicht, weil sie 350 Adventskalender haben will, sondern weil sie dadurch reale Kohle bekommt, die sie dann für den Lebensstil ausgeben kann, den sie wirklich leben will. Das ist eigentlich schlecht gewählt hier. Du bräuchtest jetzt wirklich eine Mandy, die da sitzt. Ja, ich will mein Handy haben. Ja, ich will jedes Jahr ein neues iPhone haben. Da habe ich ein Recht drauf. So eine müsste da sitzen. Und nicht irgendeine, die praktisch aus dieser Metaebene kommt und dann aus dem Konsum an sich ein Geschäft macht. Ja, und nicht irgendein Papagei auf der anderen Seite, der nichts drauf hat, außer Kapitalismus, Lohnarbeit, zu wenig Hartz IV. Und das war's dann. Jemanden, der das Ganze einbetten kann in ein etwas komplexeres Narrativ über Identität. Schöne individuelle. Ja, wir bräuchten da halt den unironischen Konsumenten gegen Ted Kaczynski. Das wäre Gespräch. Individuelle Geschenke rein oder so. Und ja, so, das ist so meine Frage. Warum machst du mit so bei diesem Spiel, von dem du eigentlich verstanden hast, dass es nicht gut sein kann, dass es absurd ist und dass es... Aber ich meine, hier haben sie dann, was sie wollten. Sie haben einen Evangelikalen von ihrer Seite, ne, von der Klima-Extremisten-Seite, der predigen kann, während sie das Ganze sowieso nicht, also während sie nicht mal ihrer Überzeugung folgt bei dem ganzen Konsumismus bewerben. Unserer Welt auch nicht gut tut. Also ich finde nicht alles daran absurd. Ich finde jetzt nicht absurd, dass es Adventskalender gibt. Aber ich finde es absurd, dass es so eine Masse gibt für jeden Bereich mit so viel Verarsche und so teuren Geschichten. Und deswegen versuche ich mit dem Vertrauen von meinen Followern das Beste draus zu machen und ihnen da wenigstens zu zeigen, was sinnhaft ist und was nicht. Und für mich ist das ein Ja, aber komm, auch das geht ja nicht ganz. Ich meine, ich nehme Werbeaufträge gerne ausschließlich aus unserem Lager an. Und zurzeit geht das ja, weil wir genug haben. Weil ich da hier was Ideelles vertreten kann. Und hier auch ein gutes Produkt, wie mit Hörner. Also da stehe ich voll hinter. Diese Stifte sind halt gut. Aber, oder beim Thymos Magazin, genau. Aber ich habe ja auch mal für NordVPN Werbung gemacht. Und wie gesagt, NordVPN war okay. Das Problem ist halt, wenn du von irgendeiner Firma Werbung annimmst, die achten sehr darauf, dass du halt das alles erwähnst, dass du nur was Positives sagst. Die sind streng damit und wollen das alles kontrollieren. Das ist halt ein unangenehmes Gefühl. Und diese Vorlagen werden sie ja auch ihr geben. Die werden ihr halt nichts zuschicken und sie kommt dann damit einher, Leute, das ist überteuerter Scheiß, kauft das nicht. Das wird das letzte Mal ihr Werbeengagement gewesen sein. So läuft das halt. Geschenk, dass ich so viele Menschen erreichen kann und meine Gedanken mit ihnen teilen kann und sie das vielleicht irgendwie inspirieren, dass sie etwas Neues ausprobieren, dass sie offener sind. Auch wenn es sie mal dazu anregt, sich etwas zu kaufen, was sie sich vielleicht nicht gekauft hätten, regt es sie vielleicht an einem anderen Punkt zu etwas an. Das Problem ist halt, dass es einen viel zu großen Fokus auf irgendwelche scheiß DM-Produkte lenkt. Ne? Einen größeren Fokus, als es gesund wäre für niemand sollte sich YouTube-Videos angucken darüber, was es für neue Cremes beim DM gibt. Ne? Es ist ein Symptom von einem zugrunde liegenden Identitätsproblem, wenn man das schon alleine machen will. Wo sie mal auf den Flohmarkt gehen und merken, das ist voll schön. Oder wo sie in die Natur gehen, anstatt irgendwie das fünfte Mal eine Shoppingtour zu machen oder solche Geschichten. Mit den Jahren habe ich mir das Vertrauen aufgebaut, weil sie für mich halt wie eine Familie sind und nicht einfach irgendwelche Zahlen im Internet. Und das ist ja auch was Schönes für mich. Also das ist ja auch ein Geschenk. Also komm, die Leute, die dir zugucken, wie du 800 Euro beim DM ausgibst, sind wie eine Familie für dich. Also naja. Also ich würde mal raten, die große intellektuelle Anregung wird jetzt nicht unbedingt aus den Kommentaren spritzen darunter. Geschenk, diese Reichweite zu haben.
Ich bin positiv überrascht von meinem Gegenüber. Es hätte auch jemand sein können, der viel verbissener ist und viel verschlossener. Das fand ich sehr schön, dass man... Es hätte vor allem mal jemand sein können, der mit dir systemische Fragen diskutiert. Und der muss ja nicht unhöflich in der interpersönlichen Ebene sein, aber der dir halt die Fragen stellt und die Anmerkungen macht, die wir hier gerade gemacht haben. Oder vielleicht auch irgendwas, an was wir nicht gedacht haben, aber so in die Richtung mal argumentiert. Ja, und jemand, für den nicht systemisch einfach nur ein geflügeltes Wort ist für, ey Leute, wäre nicht Kommunismus geil. Ne? Der ist ja halt relativ simpel gestrickt, wenn man ehrlich ist, der Typ. Er guckt jetzt auch nicht gerade, als wäre der Ofen an. Also könntest du jetzt so ein bisschen schnipsen? Hallo? Ja, was hat sie gesagt? Sie hatte die Befürchtung, dass er verbissener wäre. Es wäre gut gewesen, hätte er irgendeine Form von Biss. Mein Gegenüber so offen ist und es hat mich noch mal mehr inspiriert und motiviert, vielleicht noch vielleicht noch größere TM-Halls zu machen. Also diese 800 Euro, die schlappen 800 Euro, die müssen wir noch eine Ecke hochhauen. Ne? Also ein Taui, der darf es schon mal sein. Ein Stück weiterzudenken und das Beste aus dem Bereich zu machen, in dem ich mich bewege. Ich freue mich. Das ist halt auch im Endeffekt, der Typ kann sich gehen. Das ist die Antwort. Der Typ kann sich gehen. Hier sind ein paar nette Worte, damit es so klingt, als würde ich irgendwas groß mitnehmen aus diesem Gespräch und irgendwas verändern. Ja. Tue ich nicht. Bleibt ja alles so, wie es ist. Total Özlem hier. Ja, und das müsste man auch mal diskutieren. Das war ja dasselbe Problem mit dem MyLab-Video gerade. Es gibt halt systemisch im Sinne von Grundinteressenparameter. Wo kriegt die ihr riesiges Gehalt her? Wo kriegt die ihre ganze politische Macht her? Was hat dafür gesorgt, dass die, was weiß ich, zigtausend Bücher verkaufen konnte? Diese Parameter kann sie nicht einfach aufgeben. Niemand kann das. Niemand gibt einfach seine Machtbasis auf. Und das müsste sie erstmal adressieren, bevor sie sich als Opposition hinstellt. Heute getroffen zu haben. Und ich habe das Gefühl, irgendwo haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten. Also ich habe mich da auf ganz vielen Ebenen konnte ich irgendwie resonieren mit Özlem. Ich bleibe bei meiner Meinung und ich bleibe auch bei meiner Vision von einer Welt, in der wir nicht mehr auf Kosten anderer konsumieren müssen. Was heißt das überhaupt? Auf Kosten anderer, jede Handlung, die du im Leben begehst, erzeugt ja irgendwo Kosten und tritt in Konflikt mit anderen. Interessen lassen sich unabhängig von irgendeinem Kack-Kapitalismus nicht komplett streamlined. Das hat auch die Fake-Nissen. Deswegen ist die Welt ja auch vor dem Kapitalismus voller Krieg und Konflikt gewesen. Das ist halt auch wieder die Falschheit von dem Typen. Es geht jetzt um ein abschließendes Resümee dieses Gesprächs und er bringt nur seine auswendig gelernte Phrase nochmal. Ne? Er wirkt halt wie irgendein gecoachter Mitwit, wie einer von diesen, die auf der Straße kleben und dann da kurz mit dem Handy gefilmt werden und ihre drei Phrasen, die sie gelernt haben, rausblöken. Ja. Ich fand das Experiment richtig klasse, weil zwei sehr verschiedene Menschen auf Augenhöhe miteinander sprechen konnten. Also ja, das war nicht wirklich auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe wäre gewesen, ich meine, du kamst da mit deiner Story, hast ein bisschen was auf den Tisch gepackt von wegen, oh ja, Armut in der Kindheit und vielleicht Überkompensation und so weiter. Was hat der auf den Tisch gepackt? Gar nichts. Überhaupt nichts. Er kam nur mit seiner dämlichen Grinsefresse und seinen dummen Storys über, nach Lohnarbeit will ich konsumieren, deswegen ist Kapitalismus blöd. Er kam mit auswendig gelernter Scheiße und das ist lustigerweise auch respektlos. Während er versucht hat, den Eindruck zu erwecken, er wäre der respektvollste, nahbarste Typ auf dem Planeten. Ich glaube, ich wäre sonst in meinem Leben wahrscheinlich keiner so einflussreichen Influencerin begegnet. Ich fand es gut, dass er auch nachgehakt hat und dran geblieben ist, aber immer respektvoll gegenüber dem war. Ja, ich weiß ja, wir wissen ja eigentlich alle, dass der Evangelikale der Elitenreligion von Great Reset, grob gesagt, recht hat mit allem, was er sagt. Und ich fand gut, dass er nicht so gemein war dabei. Denn wir wissen ja alle, er ist moralischer, was er will, ist sowieso besser. Und eigentlich sollten wir alle so leben. Aber er war nett zu mir, das mochte ich. Was ich gesagt habe und wo ich... Wie heißt die nochmal? Kannst du das in der Beschreibung nachgucken? Die scheint ja relativ bekannt zu sein. Özlem. Ja, hier steht Özlem. Warte mal, ich guck mal kurz, warte. Özlem DM Hall. Ja. Von der Religion her ein sogenannter Möslem. El Angelo, genau, so hieß sie. Ja, guck mal. So. Die ist, glaube ich, bei YouTube. Okay, die ist bei YouTube vertreten. Mhm. Da hat sie 200.000 Abonnenten. Und pro Video 6.000 Aufrufe, okay, das scheint jetzt
so mäßig zu laufen. Ich hätte sonst nie so eine erfolgreiche Influencerin kennengelernt. Alter. Ja, aber gut, ich meine, das Problem ist halt, die bekommt halt pro Klick mehr Geld, ne? Weil die da, ja. Die ist ja voll auf dem Konsumtrip. Ja, und manchmal. Die kann das wahrscheinlich einfacher kommerzialisieren. Bei diesen Leuten ist auch häufig so ein Inselding, ne? Dass die irgendwie auf Facebook oder auf TikTok dann ja, 700 ja. Millionen Aufrufe kriegen und überall anders 6.000. Ach so, auf TikTok hat sie 1,3 Millionen Follower? Okay, das ist schon was anderes. Ja, und natürlich ist halt, sie ist, geht niemals Gefahr, dass sie Keile kriegt für das, was sie tut. Ja. Sie bekommt einfach nur Geld und verursacht damit keine Kosten. Also wenn man das macht, was wir hier machen, dann kriegt man mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wo ich stehe. Also ich glaube, auf der einen Seite habe ich schon noch mal auch noch mal erfahren, dass unser System ganz schön absurd ist, in dem wir Eingangs in dem Gespräch warst du da so 50-50 oder auf jeden Fall, du hast noch deinen Zweifel. Aber jetzt hast du mit Özlem, dem Mörslem, gesprochen und jetzt ist dir klar geworden, wie absurd eigentlich dieses kapitalistische System hier ist. Und ich glaube, ich habe auch gelernt, ne, dass wir alle als Individuen irgendwie Gutes bewegen wollen an den Punkten, an denen wir wirksam sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, ja. Dass du Gutes bewegen willst. Ich glaube, du wirst einfach nur ein gehorsamer kleiner Lemming sein und damit prahlen. Dir geht es um sozialen Stand. Dir geht es darum, zu signalisieren, wie gut du bist. Genauso wie wenn du deine Gendersprache hier einfließen lässt. Es geht dir darum, zu signalisieren, dass du der Frommste von allen bist. Du bist halt wie irgendein Kirchenfuzzi, der darin volle Kanne aufgeht vor 300 Jahren. Ja, ich weiß nicht, ob es nur das ist. Ich glaube, es ist auch viel einfach Konfliktvermeidung. Ich glaube, er hat viel Angst vor Konflikt. Er will sich nicht darauf einlassen. Wahrscheinlich, weil er spürt, dass er nicht gut abschneiden würde. Aber es ist auch seine so zur Schau getragene Naivität über alles. Also, Sarah Wagenknecht kann man ja zumindest das nicht vorwerfen. Sarah Wagenknecht weiß, dass wenn wir Deutschland am Leben erhalten wollen, also physisch am Leben, dass es Gasimporte braucht zum Beispiel. Ich vermute, wenn man ihm mit Gasimporten kommt, er will sich damit gar nicht auseinandersetzen. Nee, also das geht über seine 150 das ist dieses absurde, Leute gemeint hinaus. Ja, das ist das absurde kapitalistische System, dass die Leute überhaupt irgendwas brauchen in diese Richtung. Ja, das ist, wie hat nochmal neulich, wie ist dieser Typ, der mit der Energie kam, dem rechten, männlichen, toxisch-männlichen Konzept davon, dass man Energie braucht, um irgendwas geschissen zu bekommen. Ungefähr so wäre sein Vortrag darüber. Ja. Und ja, ich mach's auf meine Weise und Özlem macht's auf ihre Weise. Ja, und nicht mal da können wir dann am Ende sagen, nein, Özlem ist Kacke, weil das müsste seine Meinung sein, wenn er wirklich dazu steht. Özlem ist Kacke. Özlem ist eine verdient daran. Teil des Systems. Genau, ist Teil des Systems, ja. Teil des absurden kapitalistischen Systems. Sie verdient daran, hat sich darin eingerichtet. Das tut sie, obwohl sie selber Opfer davon war, obwohl sie selber darunter gelitten hat, so dermaßen in den Konsum zu geraten. Trotzdem bringt sie andere da rein. Das müsste deine Position sein. Ohne Scheiß, ich hasse den Typ. Also ich kann das echt nicht respektieren. Ja. Ja, zumal, sie haben das natürlich listig gemacht. Dadurch, dass sie da eine Özlem reingesetzt haben, kann sie praktisch nicht kritisiert werden. Sie ist ja Rassenaristokratin und du kannst nicht so scharf mit ihr ins Gericht gehen. Das wird am Ende Bilder erzeugen, die du nicht mehr rechtfertigen kannst. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und falls ihr Lust habt auf weitere solcher Gespräche, abonniert doch gerne den Kanal. Ja, furchtbar wie üblich. Ich hoffe dennoch, es war interessant. Man konnte ein paar Sachen, also vor allem was den Charakter studieren. Ja, genau. Ich fand, es eigentlich waren zwei gute Videos. Man konnte eine Menge sagen dafür, dass die auch nicht jetzt so lang waren. Ich glaube, wir haben gut was an Zeit gut gemacht, ne? Ich glaube, ja, die Aufnahme läuft seit gut 2,5 Stunden. Ja, 2:40 dafür, dass wir hier eigentlich schon eine halbe Stunde Video besprochen haben. Aber es gab halt so viel zu sagen. Es war so lustig zum Teil, was die Leute hier, wie gesagt, diese ganzen unangesprochenen Dinger, ne, auf die nie eingegangen wird. Und es wird auch in Zukunft nicht darauf eingegangen werden. Alles klar, ich würde sagen, damit lasst euch nicht von der Meile-Partei einlullen oder von diesem komischen Vogel da. Lest das Thermos-Magazin. Geht lieber zum DM und kauft euch eine Salbe oder so. Ich meine. Genau, lest das Thymos-Magazin, thymosmagazin.de. Da findet ihr Artikel über alles Mögliche, Interessante, vor allem popkulturelle, aber nicht nur, auch diverse kulturelle Vorgänge in der Gesellschaft. Ja, und damit klinken wir uns für heute aus. Das war's von Betreuten Kacken. Wir sehen uns nächste Woche sicherlich wieder. Bis dann.